Willkommen bei einer neuen Folge Interview mit einem Imker. Ich habe heute Bernhard zu Gast. Die meisten von euch werden ihn sicherlich kennen. Und ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir wollten ein bisschen über dein Buch sprechen und so zwei, drei andere Sachen. Aber vorweg, so was aktuell ist. Wie sehen deine Völker aus? Wie sind sie ausgewintert? Ja, also ausgewintert im Februar war das eigentlich noch ganz schön anzusehen. Im Moment ist es so, dass immer wieder ganz kalte Perioden, vor allen Dingen nachts, auch selbst am Niederrhein mit minus 2 Grad teilweise immer wieder reingekommen sind die Nächte und das setzt den Völkern ganz schön zu. Tagsüber gab es mal hier und da mal ein Kilo Zugang aber, oder Eintrag, aber das hat sich dann relativ schnell wieder aufgelöst. Und ja, also ich hoffe, dass es mal langsam etwas wärmer wird, weil noch viel länger und das macht den Völkern dann letztendlich wirklich dann zu. Ne? Da muss man wieder über den Füttern nachdenken. Ja. Und das ist natürlich dann unschön. Aber ja, so ist es eben. Und 2019 war es eigentlich ganz ähnlich. Ich verfolge ja diese Winterverläufe ja von den Temperaturen her. Und ich habe also eine ganz starke Ähnlichkeit mit 2019 gefunden. Und das verspricht noch ein interessantes, in Anführungsstrichen, ja, eine interessante Saison, weil wahrscheinlich es so sein wird, dass alles aufeinander folgen wird. Ganz schneller Reihenfolge und ganz schnell wieder Schluss ist. Ja. Hast du irgendwelche, also mal angenommen, du wüsstest, dass es, dass das Wetter so, wie es jetzt ist, gekommen wäre. Gibt es irgendwelche Tricks, irgendwas, was du gemacht hast, als du gesehen hast, verdammt, im Februar haben wir hier 25 Grad, die gehen jetzt richtig stark in Brut. Und dann kriegen wir nochmal 5 Tage Dauerfrost oder so. Ein richtiges Patentrezept habe ich da noch nicht, aber ich habe die Futterwaben länger drin gelassen und ich hatte auch schon im Februar schon ein bisschen nochmal zugefüttert, vorsichtshalber, damit sie also definitiv nicht in Futternot kommen können. Und das hat sich auch bewährt bis jetzt. Und ich bin ein bisschen vorsichtiger gewesen jetzt mit Honigräumen, als ich sonst in den Jahren war. Aber naja. Das waren so die Hauptmaßnahmen. Ansonsten ist es halt warm halten, aber das ist ja generell so gegeben. Jetzt im Moment sind die Völker am schwächsten im ganzen Jahr. Also die Anzahl der Bienen geht immer weiter runter. Und jetzt kommen die ersten Brutsätze und die erholen sich, aber die schießen jetzt nicht so nach oben, wie sie könnten, wenn es jetzt etwas wärmer geworden wäre. Ja, das stimmt. Aber es ist April. Im April macht, was er will. Eigentlich nicht ganz ungewöhnlich. Trotzdem nicht immer schön. Also gerade dieses Warm-Kalt im Wechsel ist halt sehr ungesund. Ja. Waren deine Völker nochmal aus der Brut? Nachdem nicht mehr. Nein. Also, nein. Die haben durchgehend gebrütet vom Februar an. Wie gesagt, ich hatte ja schon nachgefüttert etwas und das hat auch schon geholfen. Also, die konnten sich dann ein bisschen selber wärmen. Ne? Okay. Cool. Dann lass uns mal, ich bin total gespannt, magst du uns ein bisschen erzählen, wie das Buch entstanden ist? Ich habe mir auf meinen Schmierzettel geschrieben hier, du hast wahrscheinlich so viel Material und hast so viel aufgeschrieben, aber wie schafft man es da, so ein Buch zu schreiben und seine Gedanken da nochmal reinzubringen, so dass das auch lesbar wird? Das ist auch, ich meine, du liest das, du schreibst das und du hast ja wahrscheinlich den Anspruch, dass es auch ein Jahr später noch lesbar ist. So, dass man, dass die Sachen da drin zwar aktuell sind, aber auch so, dass sie immer noch stimmen. Wie war die Entstehung? Ja, die Entstehung ist eigentlich so, dass ich eigentlich schon lange Jahre immer wieder systematisch gesammelt habe an Hinweisen, Techniken, Erfahrungen, natürlich so ein bisschen mehr abgeguckt habe vom Berufskollegen und so weiter und habe auch viele wissenschaftliche Studien gelesen und ich habe da einfach systematisch gesammelt. Also ich habe tatsächlich eine Datenbank angelegt, da so bestimmte Sachen reingeschrieben und katalogisiert. Und ich habe auch gestern noch so eine von den dicken Aktenordnern, die ich da mir auch in Papierform habe ich die Sachen gesammelt und aufgezeichnet und gemalt und gemacht und getan. Und ich habe eigentlich so die Angewohnheit, wie jedes Jahr mich um nach Weihnachten hinzusetzen. Erstmal lese ich dann Bruder Adam nochmal durch, weil ich jedes Jahr wieder was Neues drin lese in dem Buch. Ja. Das ist auch so ein Buch, was man immer wieder lesen kann. Denn mit steigender Erfahrung liest man immer wieder etwas Neues da drin. Das ist so die erste Angewohnheit, die ich mir da angeeignet habe. Und das nächste ist eben, dass ich die Sachen, die ich übers Jahr gesammelt habe, um Weihnachten herum nochmal sortiere und nochmal abhefte sozusagen.
und nochmal durch den Kopf, also versucht dann einen Überblick zu schaffen. So, und dann war es so gewesen, das war jetzt 2019 auf 2020, das Weihnachten, noch vor Corona-Zeiten, da habe ich ja mit meinem Bekannten gesprochen, Heiner Buschhausen, er meinte, Mensch, lass uns da mal ein Buch draus machen aus dieser Sammlung. Und das habe ich tatsächlich dann in 2 Wochen so geschrieben, wie es ist. Natürlich mit der Vorbereitung über Jahre, dass das da gesammelt worden ist. Aber im Prinzip in 2 Wochen am Stück durchgeschrieben. Und ja, und dann haben wir das dann dort ins Leben gerufen, das Buch. Also so ist es eigentlich so entstanden. Einfach durch jahrelange Sammlung und Erfahrung und dann einmal vom Herzen runterschreiben. Wahnsinn, In der ja. Klausurkammer, ja. Ja, ich habe viel von deinen Sachen gelesen, auch das, was du vor Jahren, glaube ich, schon gemacht hast, ne? Wie atmet ein Bienenstock und Luftfeuchtigkeit und so weiter da drin. Da ist ja auch so viel Arbeit reingeflossen. War das klar, dass das alles mit in das Buch rein muss und so? Und hast du dann oder gibt's so ein, hast dich vorher hingesetzt und hast gesagt, so, ich möchte jetzt das und das erzählen und das ist ein Inhaltsverzeichnis quasi vorweg erstellt oder hast du die Sachen sortiert und gedacht, so, jetzt gucken wir mal, dass es rund wird. Ja, die Sortierung, also beziehungsweise diese Abfolge innerhalb des Buches war nicht, tatsächlich nicht ganz klar. Und so ein bisschen sieht man es dann auch drin, weil ich wollte erst wollte ich eigentlich so ein bisschen chronologisch vorgehen. Aber im Prinzip war mir sehr wichtig, dass also die Sachen, die mir wichtig erschienen, die sollten mit hinein. Und es ist noch lange nicht alles drin, was ich habe. Also ich habe also noch einiges mehr gesammelt, aber ich habe versucht, sozusagen die wichtigsten Sachen, die man für die Imkerei braucht eigentlich oder auch mit dem Zusammenleben mit den Bienen braucht, für das Verständnis der Bienen braucht, sozusagen mit in das Buch hineinzubringen. Und da sind halt sehr, sehr viele Gedanken über die Jahre entstanden. Und ja, die Bienen sind aber auch faszinierend, muss man dazu sagen, ne? Ja, das Also stimmt. ich habe mich vorher auch schon mit anderen Tieren, mit Natur im Allgemeinen, mit Biologie, also vom Leben und Tod sozusagen beschäftigt und das findet ja alles darin wieder bei den Bienen, ne? Von Mathematik bis Sozialkunde, da ist alles drin, was man sich an irgendwelchen Fächern vorstellen kann und das ist halt eine irrsinnige Lebensschule, so ein Bienenvolk und das hat mich total fasziniert und in dem Buch habe ich einfach nur versucht, die wichtigsten Dinge dort zusammenzutragen und auch es sind auch teilweise ein paar aktuelle Dinge dabei. Ja. Wie eben jetzt das Bienenretten, das jetzt ja zurzeit modern ist. Ja, das habe ich mir für den Um mal Schluss ein offen. Stichwort reinzugeben. Ja, so also ein paar Sachen habe ich auf meinem Schmierzettel, da können wir gerne nochmal drüber reden. Wir haben ganz viele von den Gästen, die wir schon hier hatten, haben gesagt, das ist eins der besten Bücher und das umfangreichste, das kompletteste Buch, was es irgendwie derzeit zumindest im deutschsprachigen, auf dem deutschsprachigen Markt gibt. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Du beschreibst ja wie du vom Bienenhippie zum Ja. Berufsimker wurdest. Und hier in dem Format geht es auch ein bisschen darum, dass wir ein bisschen Hilfestellung, ein bisschen lernen von den Leuten, die diese Reise hinter sich gehabt haben und wie man das macht. Jetzt waren quasi alle Gäste, glaube ich, die ich da hatte, haben gesagt, wenn ich sie gefragt habe, ob sie Arbeit probieren mit riesiger Technik auszugleichen, und haben sie die meisten gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben noch eine kleine Schleuder, wir haben zwei kleine Schleudern, wir haben keine Schleuderstraße für 30.000 Euro. Wir machen alles mit dem Sprinter und mit dem Hubwagen. Der Nikolas aus Norwegen macht da auch alles ganz, ganz einfach, gibt auch nur gesiebten Honig direkt ab, ohne das selbst zu vermarkten und so für, ich muss jetzt lügen, ich glaube 8 Euro das Kilo grob gesiebten Honig. Du hast einen anderen Ansatz, oder? Ja, im Prinzip schon. Das ist allerdings dann so ein bisschen immer so eine Situationssache. Bei mir ist es eben so, dass ich also relativ spät eingestiegen bin dann also in den Nebenerwerb und nachher in den Haupterwerb der Imkerei. Und deswegen konnte ich mir nicht so viel Zeit lassen, sondern musste wirklich in die Vollen gehen.
Und ja, da ging es halt einfach darum, dass man da schnell wächst und dann auch noch irgendwie schnell dann Geld verdient. Und natürlich hätte man mit weniger Material starten können. Das wäre auch vernünftiger gewesen, aber auch im Rückblick betrachtet, klar. Weil das halt immer dann finanziert werden muss und diese Finanzierung bringt einige Schmerzen und schlaflose Nächte mit sich. Und man muss schon ganz schön hart rudern, damit das überhaupt alles funktioniert. Allerdings sage ich mal so, in 3, 4 Jahren habe ich das alles abbezahlt und dann werde ich etwas ruhiger schlafen können, auch etwas ruhiger arbeiten können und auch die Völkerzahl wieder reduzieren, damit ich da, ja, weil ich will nicht unbedingt reich werden mit den Bienen, das ist überhaupt nicht der Hintergrund. Sondern ich versuche einfach nur zu leben damit. Und ich musste einfach schnell, weil ich dann im fortgeschrittenen Alter schon gestartet bin. Ja. Ich meine. Ja, man hat jetzt ab jetzt nicht mehr so viel. Ich bin jetzt 42 und sind noch 20 Jahre oder bis zur Rente. Und das ist nicht mehr viel, wenn man es so betrachtet. Und ich habe jetzt alles, was ich hatte, in die Imkerei reingesteckt und muss das, was ich jetzt fürs Alter brauche und auch vielleicht als Erbe für meine Tochter, jetzt in den nächsten 2 Jahrzehnten verdienen. Und das ist eben der Hintergrund dessen, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite da viel mit Technik. Und ja, wie gesagt, wenn man da eine andere Karriere hat und früher angefangen hat, früher mit Bienen angefangen hat, früher auch schon sich in diesen Nebenerwerb gegangen wäre und das nach und nach aufbaut, dann ist es durchaus vernünftig, auch kleinere Schritte zu machen, ganz klar. Und das ist ja einfach nur aus der Situation heraus gewachsen. Okay. Ist das denn, ich kenne das von anderen Handwerksbetrieben, dass das quasi dann auch so der, dass man Betrieb aufbaut, der hat dann nachher einen gewissen Wert durch die Völker, durch den Ja. Maschinenpark und so weiter. Ist das auch ein Gedanke dahinter, dass man dann sagt so, wenn es keiner übernehmen will, dann verkaufe ich alles auf einen Schlag und damit habe ich Ja, dann, natürlich. ja. Also so eine Folge, Nachfolge, die muss ja irgendwo geplant werden. Und ich habe den auch nicht Imkerei, nicht Imkerei Heuvel genannt. Aus 2 Gründen, weil einmal der Name nicht so gut aussprechbar ist, also außer in Holland kann den keiner aufschreiben ohne weiteres. Und das nächste ist natürlich, dass man den Hof dann auch, beziehungsweise den Betrieb dann auch noch verkaufen kann. Weil es ist ja nicht voraus, also nicht vorauszusetzen, dass die eigenen Kinder das übernehmen. Das ist in der Landwirtschaft sowieso selten, oder immer seltener in der heutigen Zeit. Die landwirtschaftlichen Betriebe sterben und auch die Imkereien sterben. Da dürfen wir ja nicht dran vorbeisehen. Und na klar, der Wert an sich von so einer Imkerei ist eigentlich minimal. Also für das, was man da reinsteckt, da muss man sagen, da ist innerhalb von einem Jahr das meiste abgeschrieben. Und selbst die Maschinen, also da kriegt man nachher nicht mehr viel für. Und ja, Völker, ja, die haben ihren Wert alles, klar, aber die steht in keinem Verhältnis zu den Investitionen. Also eine richtige Wertanlage ist so eine Imkerei nicht. Da gibt es durchaus andere Betriebsformen oder einen Handwerksbetrieb zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, welcher Handwerker, aber zum Beispiel ein Metallbauer, der hat auch eine riesige Menge Maschinen und der hat wahrscheinlich mehr Werte da als eine Imkerei nachher. Ja. Aber an sich ist, wenn dann, also der Wert liegt nachher in dem Kundenstamm, den man sich aufgebaut hat, ne, und solche Sachen. Also da liegt dann nachher der Verkaufswert drin, aber nicht wirklich in dem Material selbst. Ja. Okay. Hast in dem Buch geschrieben, dass du denkst, als Freizeitimker sollte man 3 bis 5 Völker halten und ab 5 Völker geht es dann schon eher Richtung Nebenerwerb. Ja. Kann ich nachvollziehen, wenn du 5 Völker hast und du hast irgendwie ein, zwei gute Trachten, da kann schon eine ganze Menge zusammenkommen, so dass man da auch ein bisschen was zu vermarkten hat. Definitiv, ja. Jetzt gab es ja jetzt vor ein paar Tagen so ein Statement, wo drinne steht, alles unter 30 Völkern sind nur Bienenhalter. Passt das irgendwie zusammen oder ist das, also ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Interview kam dann dieses Statement vom Berufsimkerbund raus und ich dachte Ja. mir, das ist doch irgendwie hast du doch in deinem Buch viel mehr Recht als damit, oder? Ja, kann man so sehen, aber im Prinzip geht es da bei dem Statement und auch nachher bei der Definition der Berufstätigkeit nachher darum, dass die Berufsgenossenschaft da eingezahlt werden wird. Ich meine, letztendlich bezahlt man so erst ab 100 Bienenvölker richtig in die Berufsgenossenschaft ein, muss dort da Sozialkasse und hier Alterskasse und auch Krankenkasse alles über die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft oder beziehungsweise Kasse machen.
Da ist ja eigentlich sozusagen dann der wirkliche Pfeffer drin. Aber ab 5 Völker hat man schon so viel Honig. Also wenn man das wirklich gut macht, dass man also wirklich dann schon auch was damit verdient, ne? Und der Gesetzgeber sagt ja auch schon, unter 70 Völkern gibt es eine Pauschale und alles, was da drüber ist, wird ernsthaft besteuert. Und solche Sachen. Also da sind also verschiedene Grenzen, wo man die jetzt genau setzt, kann man gar nicht sagen, ne? Kommt mir so ein bisschen auf die Situation an, aber ich glaube, es ging jetzt hauptsächlich mit dem Statement darum, einfach hervorzustellen, dass es auch ein Beruf ist in erster Linie, so eine Imkerei oder so ein Imker, dass da also auch tatsächlich ein bisschen Fachgewissen da ist, weil das ist sozusagen der sollte der Gegenpol werden zu dem, was im Moment so ein bisschen rausgegeben wird, also gerade Höhle der Löwen, das kam ja jetzt mit der Meme-Box so Ja. rüber, nach dem Motto, alles easy, man stellt sich das Ja. Ding hin und es läuft. Habe ich auch mal so angefangen, so haben viele angefangen, denke ich. Aber man merkt dann relativ schnell, dass dem nicht so ist. Also von allen Tieren, die ich hatte, von angefangen von Enten, Hühner, Gänse, was auch immer, Pferde, da sind also Bienen, die wirklich die anspruchsvollsten gewesen, ne? Also das ist schon so. Und das sollte einfach so ein Gegenpol zu dem darstellen, alles easy. Jetzt hört und liest ja natürlich jeder, was er lesen will. Und fühlt sich dann sofort dann irgendwo in eine Schublade gesteckt nach dem Motto, ein normaler Imker ist nicht weniger wert als ein Nebenerwerbsimker und sowas alles. Aber das ist natürlich Unsinn. Also ein Ja. Imker ist erstmal ein Imker und alle sind für die Bienen da und alle haben ein Herz für die Bienen, sonst würden sie es nicht tun. Also sonst wird man sich ja nicht da von morgens bis abends da stechen lassen und trotzdem wieder hinlaufen, ne, wo andere weglaufen, wir rennen wir hin. Und dass diese Verrücktheit, die ist alle in Imkern gemeinsam und ich glaube, diese Gemeinsamkeiten müssen wir wiederfinden. Und man darf sich da nicht zu sehr an einzelnen Worten oder Grenzen irgendwo aufhängen, sondern ich glaube, dass da einfach nur ein Gegenpol geschaffen werden sollte mit dem Statement. Ernsthaft wird es trotzdem. Also ab 5 Völker denke ich schon, dass es das eine ernsthafte Imkerei ist und also tatsächlich irgendwann im Nebenerwerb landet. Also wenn man dann anfängt, so die erste Tonne Honig zu ernten und zu vermarkten, das ist schon Arbeit. Und das ist auch Geld, das man da reinsteckt. Wie ich ja in dem Buch ausgeführt habe, es ist ja hohe Investitionskosten. Und ich glaube, 1.000 bis 1.500 Euro pro Volk ist da gar nicht zu wenig gegriffen. Und wenn man sich da eben 10 Völker hinstellt, oder 10.000 Euro, da kann man auch viele Dinge andere von machen. Also viele schöne andere Dinge von machen. Und Stimmt. das muss sich hier einfach bewusst sein. Also wenn man jetzt, sag ich mal, diese Berechnung hinstellt von 1.000 bis 1.500 Euro pro Volk und sieht dann dazu dagegen die Rechnung von der Bienenbox, dann ist dann so ein leichter, ja, ein leichter Sprung dazwischen oder so eine leichte Dimension dazwischen. Und da muss man so fragen, woher rührt das, ne? Und ist es tatsächlich so oder muss man das alles so ein bisschen nochmal in Das Frage stimmt. stellen, ob das so ist? Was mich am meisten daran stört, ist, dass es das probiert wird, damit richtig Geld zu machen, aber die Verantwortung nachher wird dann auf die Imker, die das in ihrer Freizeit dann machen sollen, als Paten oder sonst was abgewälzt. Weißt du, wenn ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen Schwarm aus einem Schornstein rausgepopelt, weil Ja, der Schornsteinfeger nicht mehr hoch wollte. Da kommt aber dann auch keiner mit. Ne? Da kannst du nicht anrufen und sagen, hey genau. Leute, bei euch ist was rausgeschwärmt. Jetzt, ne? So, das ist Richtig. dann, Also das ist schon dann ist tatsächlich so. Schwärmen natürlich. Und dann ist das alles Gesundung der Völker und so weiter. Aber dass Genau, da nachher Leute sind. ich bin da selber auch sehr viel unterwegs für Schwärme und musste da, hab ich ja in dem Buch auch beschrieben, da wurde ein ganzes Café evakuiert, ne, weil ein Bienenschwarm dann unter dem Kaffeetisch bzw. unter dem Stuhl dann da saß nachher. Und der hatte dann also ein paar Stunden zu und alle Gäste sind abgehauen und der fand das überhaupt nicht lustig, der Kaffeebetreiber. Und die Leute, die so in Einfamilienhäusern oder Mietshäusern wohnen, wo die dann einziehen, direkt neben dem Fenster oder Tür oder das ist natürlich auch alles nicht so lustig. Ne? Und wir haben dann die Arbeit, wir stehen auf der Leiter, wir fallen runter und setzen unseren Betrieb aufs Spiel. Natürlich, um die Tiere zu retten, aber in erster Linie räumen wir dann oder haben wir die Arbeit, die andere da verursachen. Und da muss einfach irgendwo ein Maß gefunden werden. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt im Moment. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es gibt einen Markt für Menschen, die ein, zwei Völker im Garten für das tolle Erlebnis, dass man einfach vorm Flugloch sitzt und zuguckt. Aber es wird halt im Moment einfach völlig falsch dargestellt von allen Seiten. Es gibt keine, kannst du dir auch eine Baumhöhle hinstellen,
Auch da gibt es genug Aufgaben, die irgendwie erledigt werden müssen, um zumindest dafür zu sorgen, dass es den Bienen gut geht, denke ich. Ja, also so ein bisschen, genau, also das Maß muss da gefunden werden. Also der Markt ist da, das ist tatsächlich so. Wir haben ja vor kurzem noch 80.000 Imker in Deutschland gehabt, jetzt sind wir 160.000 und die neu hinzugekommen, also eine Verdopplung, wohlgemerkt. Und diese Verdopplung, also diese neuen 80.000, die dazugekommen sind, das sind dann alles sind eigentlich so, die sich einfach nur für Bienen begeistern, sie in den Garten stellen wollen und einfach nur mal zugucken wollen. Und so groß ist auch tatsächlich der Markt. Aber wie gesagt, da die Verantwortung ist schon das andere. Also da muss man halt schauen, dass das auch so gemacht wird, dass das auch für die Tiere nachher gut ist. Und das geht ja auch. Also es gibt da zum Beispiel zwei Beispiele. Es gibt da eine so eine Gruppe, mehrere Gruppen, die auch die Bienen retten wollen und die verteilen im Moment dann in einer Gegend überall leere Bienenbeuten und auch leere Kästen. Da fährt man also rückwärts mit dem Kombi in den Wald hinein. Man zieht dann eine leere Kiste in den Baum hoch und mit alten Waben wohlgemerkt Ja, sehr ausgestattet. gut. Ja. Genau. Und dann wird das dann so, wird das einfach so stehen gelassen und davon verteilen die, also die haben davor, ein konkretes Beispiel habe ich hier im Kopf, haben davor 500 Stück von diesen Dingern hier in der Gegend zu verteilen. Und ja, das ist halt eine andere Nummer. Da gibt eine andere Gruppe, die macht da sowas Ähnliches. Die hat nur zwei Unterschiede. Die fragen dort die Eigentümer des Waldes erstmal, was ja auch schon mal sehr nett ist, ne? Wenn man auf fremdem Grund ist oder im fremden Wald, dass man dann die Leute fragt. Das nächste ist, sie machen ein Kataster, das ist einfach eine einfache Liste. Da und dort haben wir die und die Kiste aufgestellt, an dem Datum. Und dann geht da jemand zweimal im Jahr dran vorbei und die haben dauerhaften Kontakt zum Veterinäramt. Und das Veterinäramt hat diese Liste dann. Und das sind einfach zwei, also das sind die gleichen Ziele auf zwei Wege erreicht. Und den einen finde ich nicht so schön persönlich, weil man da einfach mit durchreden und einfach dokumentieren, wie es die andere Gruppe macht, eigentlich viel Ärger und auch viel Unverständnis ersparen kann. Weil irgendwo, wenn jetzt zum Beispiel dort dann tatsächlich mal Faulbrot ausbrechen sollte oder sonst irgendwas, oder demnächst vielleicht der Beutenkäfer oder, dann hat das Veterinäramt das Problem, wenn da 500 Kästen in der Wild in der Gegend rumhängen. Und die müssen dann selber die Kisten suchen gehen. Und Ja. ja, das ist natürlich schade, wenn das so läuft. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt wollte ich eigentlich, du hast Investitionen angesprochen und dass die im Fernsehen gerade das alles ein bisschen runtergespielt haben und so. Ich habe es gelesen bei dir und dachte mir, ist es wirklich, also bescheißen wir uns selber, die jetzt Ja. denken, weil ich habe mir gerade einen Hänger gekauft, ne, zum Beispiel, der hat irgendwie 3.500 € gekostet, den hast du vorher auch nicht auf dem Zettel und hinterher, wenn du da mal drauf guckst, sagst du, ja gut, ne, klar, das hat auch irgendwie, gehört alles dazu, aber du hast geschrieben, für 20 Völker hast du 30.000 € Investitionen plus 1.200 pro Jahr nochmal für die Wiederkehren für die Völker, das sind 42.000 € in 10 Jahren. Jetzt nochmal die Frage, bescheißen wir uns oder Ja, ist das natürlich, tatsächlich, natürlich. ist das der Worst Case? Nee, ich glaube, das ist nicht, dass der Worst Case ist, sondern tatsächlich, dass wir nicht genau genug da Buch führen und auch mal gerne weggucken für das, der Spruch, es ist ja ein Hobby, es darf ruhig was kosten, wird ja nicht umsonst so immer vorgetragen, aber tatsächlich geht man damit eine gewissen Scheuklappe durch die Gegend für die Kosten. Und wenn man das wirklich mal spitz zusammenrechnen würde, kommt man früher oder später immer dahin. Im ersten Moment kostet es halt erstmal nur eine Beute. Dann hat man wieder einen Schwarm gefangen und dann wieder eine leere Beute und so weiter. Aber das summiert sich halt dann doch über die Jahre relativ schnell. Und dann, zu der Summe kommt man dann entweder sofort, ne, also wie ich bin auch relativ dann nachher mit großen Schritten gegangen, oder aber die Summe kommt dann über die Zeit verteilt, aber sie kommt. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Selbst wenn man jetzt mit der Bienenbox anfängt, man fängt damit an und lässt und kann, man hat dann sozusagen die Bienenvölker, die daran überleben und man beginnt daran Spaß zu entwickeln und dann geht es eben los und dann geht dann doch noch irgendwann eine andere Beute. Ganz am Ende der Evolutionskette steht dann die Landbeute, beziehungsweise die Bruderaderbeute. Und zwischenzeitlich kauft man sich dann verschiedene Beutensysteme und auch das kostet noch mal extra, noch mal obendrauf. Und ich glaube, da bescheißen wir uns leider selbst.
weil da muss man einfach sagen, es ist sinnvoller, sich ein Limit zu setzen oder ein Ziel zu setzen erstmal und das auch einzuhalten und dann auch dann mit den Kosten nicht so ein bisschen aus dem Ruder zu geraten. Aber das passiert schnell. Aber du rechnest bei sowas, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, 70 Völker selber sind dann 105.000 Investitionen und so, du rechnest da dann schon Lagerplatz und sowas mit ein. Ja, So, alles, was das. dazu dem Betrieb gehört dann, ne? Also Ja, es ist ja. tatsächlich so, ja. Ja. Also zu Hause ist es ja so, dass man eventuell noch eine Garage, also wenn man, ich kenne das ja aus vielen, vielen Beispielen. Also erstmal von mir selbst natürlich, aber auch wenn man sich so umguckt, dann wird dann halt eine Garage dazu gemietet, einfach weil zu Hause das irgendwie aus allen Nähten platzte. Ja. Und ja, und dann kommt da das dazu, der Anhänger, ne? Also, oder das Familienfahrzeug wird plötzlich mit Kofferraum, mit Größe, also wird plötzlich ein Kombi oder wird ein Ja. Transporter oder sowas oder ein Bulli. Da wird plötzlich dann ganz andere Autos gekauft und das macht alles, das ist alles so Kosten, die dann kommen. Und dann braucht man einen Marktstand oder man braucht eine Abfüllmaschine nachher oder sowas. Also da kommt so viel nachher zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man damit auskommt überhaupt. Ja, Jetzt zum mach's doch Glück nicht rechnet noch man nicht immer größer. nach. Ja, doch, doch, könnte man theoretisch, aber ich glaube, das ist schon ganz realistisch, Wenn diese das meine Zahl. Ja. Frau sieht hier, dann Genau. nee, ist schon Wahnsinn. Also ich, ne, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ne, ich probiere es auch relativ genau zu dokumentieren. Und ne, 10 Jahre bin ich noch ein Stück weit von entfernt. Es ist eine Menge Geld, tatsächlich. Also das möchte ich nicht. Aber ich weiß, ich glaube, wenn man ein bisschen was, ne, vielleicht plus minus 5.000. Ja, man fängt schon an zu verhandeln, ne? Ja, genau. Aber letztendlich, auch mit Verhandlungen wird das einem alles nichts nutzen, irgendwo, weshalb man das so oder so. Ja, Das das ist so ist du. ähnlich, als wenn man Geschäfte, mit einer Bank macht oder so, am Ende gewinnt die Bank. Das jetzt nur, Ja. falls meine Frau das sieht, deswegen plus minus Ach so, ja, ach, natürlich. Ach, es ist gar nicht so 5.000. schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Alles gut. Aber dann hast du, weil wir gerade über Geld reden, noch geschrieben, man braucht 300.000 bis 500.000 Umsatz, damit du nachher davon 30.000 Euro zum Leben hast. Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, aber du hast es mal in einem Vortrag gesagt. Ja, so ähnlich ist es auch tatsächlich, ja. Ja, ist es, nicht jeder Geschäftsmann wird jetzt sagen, wenn du so viel Umsatz für so wenig Gewinn nachher rausmachen musst, dann musst du deine Kosten irgendwie runterschrauben oder so. Denkst du über sowas? Was ich von dir kenne, ist, du denkst über so viele Dinge auch, was Betriebsführung und was Investitionen und so angeht. Ist das auch ein Punkt, wo man sagt, Mensch, ne, kann ich zum Beispiel bei der Varroa-Behandlung irgendwie 10 Euro pro Volk sparen? Das ist eine ganz schöne Summe bei deiner Völkerzahl, die dann nachher Das zusammenkommt, ist oder? definitiv eine sehr wichtige Sache und ich habe es genauso wie jetzt, sag mal, die Anfänger mit den Investitionskosten natürlich auch ein bisschen im Blick, aber ich versuche das auch mal zu verneinen. Aber tatsächlich, wenn man sich das durchrechnet, ist es eminent wichtig, auch zum Beispiel bei den Honiggläsern habe ich vor kurzem mit einem Freund von mir nochmal durchgerechnet gehabt und das ist unglaublich, wenn da so viele Honiggläser durchgehen, was da so ein paar Cent hier und ein paar Cent da ausmachen. Und das müsste man noch viel mehr betreiben und noch genauer hingucken. Und ich glaube, da liegt nachher auch dann wirklich der Erfolg und mich als Misserfolg dann nachher begraben. Also da so oder versteckt. Denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man dort in Erwerb geht, dann ist es tatsächlich ein Unternehmen und da muss man auch wie ein Unternehmen arbeiten. Das Ja. heißt, man muss sich ständig damit beschäftigen, dass man liquide bleibt. Wie sind die wie ist die Vorausschau, also ein Cashflow und sowas muss man vorschieben und gucken. Man muss schauen, dass man so ein bisschen Rücklagen bildet für bestimmte Fälle. Und dieses ganze Unternehmerische ist ein großer, großer Brocken, wenn man dann Unternehmer ist. Und das ist halt wie bei allen anderen Selbstständigen auch. Also das sind dann wichtige Themen auf einmal, ja. Ja, man muss darüber nachdenken und tue ich jetzt auch. Also das ist jetzt tatsächlich so. Ja. Ich versuche aber nicht in den, also man darf aber auch nicht dann darin so verfallen, dass man dann in die Sparwut hineinverfällt. Denn durch Sparen funktioniert ein Unternehmen auch in der echten Wirtschaft nicht, Ja. sondern einfach durch Wirtschaften. Das heißt also, das muss irgendwo danach auch irgendwo passen und hinten rauskommen. Es ist aber tatsächlich schwierig. Das ist also eine der Aufgaben, die man als Selbstständiger lösen muss. Und ja, da muss man wirklich dann schauen, wie das dann alles übereinander geht. Es muss alles wohl
gewichtet sein. Ja, da Denkt man ist auch es. alles, nicht, ne? Wenn du deine, du hast, glaube ich, mit Trogbeuten angefangen, ne? Wenn du deine ersten Genau, Beuten ja. Ja, also sag hast. mal, als Neben, als Hobbyimker, als Erwerbsimker ist es auch nicht ganz so kriegsentscheidend. Man hat ja seinen Hauptberuf und davon lebt man. Was mit der Imkerei ist, da kann man natürlich alles versenken, was man im Hauptberuf verdient hat. Aber wenn man dann nur noch davon lebt, mit Bienen zu arbeiten, dann wird es eben schwierig. Also da muss man wirklich sehr genau gucken, was man da tut. Und da ist auch die große Gefahr für einen Scheitern, einen Misserfolg drin. Und als Selbstständiger schwimmt man sowieso immer ständig da an so einer Klippe entlang. Also das ist tatsächlich so. Da geht es aber anderen Selbstständigen in anderen Bereichen genauso. Ja, also bei uns ist letztes Jahr zum Beispiel der Corona dazwischen gekommen. Und wir haben uns so ein bisschen auf Direktvermarktung eingeschossen gehabt. Und das heißt also, wir haben sehr viel auf Märkten verkauft, vor allen Dingen auf Spezialmärkten. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele oder gab sehr viele Märkte, Herbstmärkte. Da gab es dann Walnussfest, das Kastanienfest, das Apfel- und Birnenfest. Da wurde ja jede Frucht einzeln ein Fest für veranstaltet. Und dann ging ja weiter bis November leuchten und sowas, bis dann nachher die Weihnachtsmärkte kamen. Und diese Märkte haben wir eigentlich durchgehend alle bedient und uns einen schönen Kundenstamm da auch aufgebaut gehabt. Und im letzten Frühjahr, als dann die Märkte auch schon so abgesagt worden sind und auch schon abzusehen war, dass das also auch im Herbst und im Winter so kommen wird, dass wir keine Märkte haben, haben wir schon versucht, das umzuschwenken so ein wenig. Und das war schon echt hartes Rudern, weil man, weiß ich, 70% der Einkommen dann über diese Märkte gemacht hat. Und auf einmal sind alle Märkte weg. Das ist ein Problem. Und da musste man also schon vorausschauend irgendwie besseres umstellen. Aber umstellen hat zwei Nachteile. Es kostet Zeit und Geld. Man kann nicht von heute auf morgen von Direktvermarktung umstellen auf irgendwas anderes. Und wir mussten tatsächlich dann auch Geld investieren erstmal, um ein bisschen mehr online zu verkaufen an Honig, dass wir dann auch in unseren Hofladen haben wir etwas aufgebohrt, dafür mehr Werbung gemacht und so ein bisschen in Naherholung und Tourismus einbezogen. Und wir haben versucht, dann ein bisschen mehr in die Supermärkte zu gehen, vor denen wir uns vorher immer ein bisschen gescheut haben. Weil dort die Gewinnmargen natürlich wesentlich geringer sind. Und Ja, das stimmt. da kommt dann wieder die Kostenrechnung ins Spiel. Jetzt haben wir eben mit Supermärkten auch zu tun und jetzt fangen wir tatsächlich an, wir haben Gläser durchzurechnen und sowas alles, was vorher nicht unbedingt immer notwendig war, weil die Verbraucher zahlen gute Preise von Honig. Wenn man in Direktvermarktung arbeitet, ist das alles gut, da kann man wirklich auch von leben. Spannend wird es dann nachher, wenn dann wirklich dann auf dem Weltmarkt bewegst und das ist ja halt der Supermarkt, der Weltmarkt. Da konkurriert man direkt mit anderen Honigen und da wird es hart. Ja, das siehst du hier. Ich wohne ja südlich von Hamburg im alten Land. Riesiges Obstanbaugebiet. Wir haben jetzt gerade dieses Wochenende ist Einwanderung. Hier tauchen jetzt demnächst so, ne, Tausende von Bienenvölkern auf, um die Bestäubung zu sichern. Und hier ist auch ein riesiger Wandel durchgegangen, ne? Früher wurde geerntet, dann wurde das in Großkisten zum Sammelplatz quasi gebracht und dann gab es jedes Jahr gab's einen Preis für deine Äpfel oder ne, für dein Obst. Und die sind immer mehr umgeschwenkt. Die meisten haben inzwischen Hofläden, haben jeden Tag die Woche auf, auch sonntags und ein riesiges Angebot. Viele davon haben riesige neue Hallen gebaut mit großen Läden davor und so. Das ist auch wieder Das der ist Trend eine der Sache. Zukunft. Also für uns war es so gewesen, dass wir eigentlich in den Monaten August, no Oktober, November, in diesen 3 Monaten haben wir wirklich mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr durch unseren Wandel, ne? Aber jetzt so die Hauptmonate September und Dezember, gerade Dezember, wo die Weihnachtsmärkte sind, da haben wir ein dickes Minus gemacht dadurch, ne? Aber prinzipiell konnten wir uns eigentlich dadurch verbessern und wir sind eigentlich besser geworden und das ist eigentlich auch eine Chance für uns und für die Landwirtschaft im Allgemeinen, da mehr auf Direktvermarktung zu gehen. Und eigentlich fordert das ja auch der Weltagrarbericht. Da haben sich ja ganz viele 100 Wissenschaftler zusammengetan. Wir müssen irgendwo wieder zurück zur regionalen Produktion und Vermarktung, kleinen Strukturen und kleine Produzenten.
in Vielzahl, die würden dann die Welt der Zukunft ernähren, auch mit noch mehr Menschen. Und dahin müssen wir uns bewegen und dahin bewegt sich auch langsam. Ich bin mal gespannt, ob das schnell genug ist. Also jetzt allgemein für die Ja. Landwirtschaft gesprochen, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber da siehst du zum Beispiel einen Unterschied. Die Obstbauern bei uns haben diese Reise schon vor Jahren angetreten und sind da wirklich gut dabei. Was ich so aus dem Bereich Milchwirtschaft und so weiter zum Beispiel noch gar nicht sehe, ne? Also da hat jeder ganz wenige Höfe, die dann mal so einen Automat haben, wo du dann deine Milch direkt selber kaufen kannst. Viel ist immer noch, wir müssen den für den und den Preis abgeben und der ist so schlecht und so. Also, Ja, also die aber. Ideenlosigkeit ist da weit verbreitet. Also ich habe ja auch vor Genau. kurzem nochmal so ein Forum teilgenommen von unserer regionalen Landwirtschaft hier. Und da waren auch diese Probleme eben genauso angesprochen worden. Da hieß es auch, ja, Höfe sterben, ja, die Höfe sterben, die Höfe werden immer größer, ja, einer muss die Flächen ja übernehmen dann. Und also da kam gar kein Drall oder irgendwie eine Idee oder irgendwie ein Antrieb da vorne, sondern aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also aus unserem Bekanntenkreis, wir haben bei uns im Hofladen auch die Milch stehen von einem Freund von mir, der hatte also auch einen Milchviehbetrieb. Und der verkauft eben nicht über einen Großhandel, sondern der füllt selber ab und der fährt die Milch auch rum. Und ich glaube, der fährt da auch ganz gut damit. Und das ist auch so eine Sache, die wir als Imker sowieso machen müssen, weil wir haben ja genauso wenig Chancen wie Milch oder sowas auf dem Weltmarkt. Da können wir gar nicht gegen anproduzieren. Da können wir noch so gut rechnen und Honiggläser hin und her Das stimmt. schieben. Das Oder stimmt. Deckel, was sind die günstigsten Deckel oder sowas? Das ist alles Sinn und zwecklos, denn wir bezahlen eigentlich über die Personalkosten, über Stromkosten und so weiter. Einmal die soziale Infrastruktur und wir bezahlen auch den grünen Energieumbau. Und gleichzeitig, das ist eigentlich auch das Fatale daran, finden halt sehr viele Freihandelsabkommen statt, sei es mit China, USA, sei es mit Argentinien und so weiter, Ukraine, wo dann der Honig komplett zollfrei hier in die EU und auch nach Deutschland kommt. Und das sind eigentlich normalerweise 17% Zoll, die noch drauf gehören, die fallen auch noch weg. Und ja, da haben wir eigentlich gar keine Chance mehr. Ich habe die Folie von dir noch vor Augen, die du ab und zu mal zeigst, ne, mit den Energiepreisen mit, oh Gott, mit Rumänien oder mit Ungarn oder Mit sowas. Rumänien habe ich das verglichen, ja. Ja. Also hast du geweint, als du das gemacht hast? Also wenn ich es mir angucke, ist doch Quatsch. Also wie du guckst dir das an und denkst dir, warum mache ich das denn alles? Das ist Das ist tatsächlich so. das, Also ein ja. Nachbar von mir, der ist Landwirt und der sagt einfach, der hat das zu mir mal gesagt, Landwirtschaft in Deutschland ist reine Liebhaberei, nichts anderes. Ich meine, das Höfesterben zeigt es ja, auch das Imkereisterben. Also, aber Höfesterben ist ja noch schlimmer eigentlich, in der Landwirtschaft allgemein. Die sterben alle und sterben, sterben, sterben. Die Kurve geht steil nach unten seit Jahrzehnten. Und das ist eigentlich das, was die Politik da so gerade verursacht. Man sagt zwar, man rettet die Bienen, man rettet die Imker, man rettet die Bauern, aber im Prinzip passiert genau das Gegenteil. Und na klar, also die Sinnfrage ist da ganz klar. Es ist ein hartes Los, so zu so einer aussterbenden Art zu gehören. Und das macht man eigentlich nur, wenn man absoluter Liebhaber ist. Wenn man einfach das, was man gerade tut, einfach abgöttisch liebt, dann ist das so eine Art, ja. Für mich ist es so, dass ich tatsächlich auch so sehe, dass also sagen wir so, dass alles im Niedergang begriffen ist im Moment. Ich glaube aber, dass das irgendwann kommen wird, nochmal neu. Und dann muss es eben Leute geben, die sowas überhaupt noch können, praktisch. Weil mit den ganzen Höfen, mit den ganzen Landwirten und auch mit den ganzen Imkern gehen eben so viel Wissen und sowas verloren. Und irgendwo muss das in der Anwendung überliefert werden. Und Wissen ist ja nicht gleich Information. Also Information kann ich aus jedem Buch holen, ne? Aber Wissen ist eben die angewandte Information. Und diese gelebte Wissen, das ist eigentlich sehr, sehr viel wert. Und das ist das, was ich versuche zu erhalten. Und für die Zukunft einfach. Und das ist auch mit einer der Gründe gewesen, warum ich das Buch geschrieben habe, damit das erhalten bleibt einfach. Und, Ja. klar, das ist erstmal nur Information in dem Buch, aber wenn man das ein bisschen nachlebt oder lebt, dann bleibt es erhalten. Und vielleicht kommt mal eine Zeit, wo wir es nochmal bitter gebrauchen werden. Und ich glaube, das oder kann auch sein, dass es eine schöne Zeit wird, aber da braucht man sie genauso. Aber im Moment ist es tatsächlich reine Liebhaberei und eine teuer bezahlte. Also da kommt ja alles zusammen, ne? Das ist Ja. ja körperlich anstrengend, das ist geistig anstrengend, das ist vor allen Dingen emotional sehr anstrengend.
Weil wenn dann finanziell plötzlich knapp wird, dann springt die Familie ja ins Gesicht und der Vermieter springt dir ins Gesicht oder. Also das ist ja alles, da springen ja alle gleichzeitig ins Gesicht natürlich. Du Und du hast musst das mal, alles aushalten, ne? ja, du hast geschrieben, überfordern Sie sich und Ihre Familie nicht. Würde ich jetzt so unterschreiben, aber gab es mal den Punkt, wo du gesagt hast, so ne, Bernhard, jetzt geh mal einen Schritt zurück. Gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Na, Oder natürlich, woher logisch. kommt das? Na, das kommt aus reinen Lebenserfahrung, aus also eigener Anschauung natürlich, aber eben auch, wenn man sich viel umschaut. Also es gibt durchaus Imker, die sich da selbst das Leben genommen haben. Da gibt es immer wieder neue Beispiele. Es gibt noch mehr Imker, die tatsächlich dann ihre Lebenspartner verlieren. Da gibt es also eigentlich immer wieder Umweiselungen, sagt man das ja unter Imkerkreisen. Aber das ist tatsächlich so. Also das ist jetzt so einfach so was, was auch da mitkommt, ne? Und gut, das ist jetzt, das hört sich alles sehr extrem an. Aber letztendlich, auch selbst als Hobby-Imker sehe ich das bei vielen, dass sie also da sehr viel bei den Bienen sind, sehr viel Geld dafür ausgeben und wenn die anderen da nicht mitziehen oder gar kein Verständnis dafür haben, dann knallt es oft. Und da muss man einfach sagen, lieber im Kleinen, gemütlich, mit ein paar Bienenvölkern so ein bisschen dahin wirtschaften und dann sinnvoll Zeit dafür einplanen und noch genug Zeit dann für die Familie lassen, als wenn man sich da völlig verrückt da reinstürzt und immer, ja, immer schneller, als ich da reindreht und nachher nicht mal Ja. rauskommt in der ganzen Verwicklung. Ne? Ja, klar. Von 5 auf 20 und von 20 auf 50 geht alles ganz schnell, ne? Das ist. Ja, das geht alles so schnell, aber geht auch genauso schnell wieder rückwärts. Aber nachher ist man auch nach, also wenn man nachher älter wird, das ist ja jetzt, wenn man nachher in die Rente geht oder noch danach, dann muss man nämlich das Ganze auch wieder zurückbauen. Und das ist gerade im Berufsimkerbereich, also da, wenn man da mit Kollegen spricht, die sagen einem, das Aufbauen war verdammt schwer von dem Betrieb, das Zurückfahren ist noch schwerer. Und Kann ich mir vorstellen, ja. das ist also tatsächlich etwas, ja, was ich auch immer im Hinterkopf habe. Und da muss man also wirklich dann auch alle Lebenszyklen mit durchplanen. Und da muss man sagen, nicht zu viel aufbauen, du musst es auch nachher wieder zurückbauen. Stimmt, ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, irgendwann landet eh jeder Berufsimker oder Nebenerwerbsimker bei der DANT. Ja, bisschen provokativ. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch so viele Beuten durch. Glaubst du es wirklich? Also so die da ich, da da dann ach, da dann ist eine gute Beute, aber Ja, die also im halbe Prinzip Welt spreche ich imkert auch auf Langstroth, Langstroth, ja. ja. Klar. Also die weit verbreitetste Beute ist es nicht. Und ich spreche auch kaum von der Dadant-Beute, sondern von der Bode-Adam-Beute, Ja. was nochmal eine Unterscheidung ist, weil die Dadant-Beute umfasst ja auch die 10er-Dadant und so weiter. Und da gibt es auch 8er-Dadant. Und die ursprüngliche Dadant-Beute hatte mit dem, was der Bruder Adam da gebaut hatte, gar nichts zu tun. Und ich weiß auch nicht, warum, aber es ist im Prinzip, es ist eine Bruder-Adam-Beute. Ne? Mit Dadant vom Rähmchen Maß und das war es auch schon gewesen. Mehr Gemeinsamkeiten hat sie ja gar nicht. Ja, ist doch Ja. tatsächlich so. Also Ja. wenn man da Original Dadant liest, das Buch, dann sieht man ja eigentlich, dass da also riesige Welten dazwischen liegen. Ja. Und auch die ganze Betriebsweise, die Adam aufgebaut hat, die unterscheidet sich auch sehr stark davon. Und aber trotzdem, also ich habe ja eine Menge ausprobiert und ich glaube auch, dass es für Imker und Bienen so für beide Seiten der beste Kompromiss ist und eigentlich die schönste Art zu arbeiten. Und ich habe das von vielen, die auch umgestellt haben, immer wieder bestätigt bekommen, die zum Beispiel von Deutsch Normal, die haben heute noch Deutsch Normal, Zander und sonst sowas, aber die haben bei den Bruder-Adam-Beuten bessere Überwinterungsergebnisse in der Form, dass da also weniger Verluste sind und die Völker größer sind, viel größer. Und das nicht nur von Augenschein her, sondern auch, wenn man so mal die Bienen abfegt oder so, dass man da sieht, da sind einfach mehr Bienen drin. Und nachher auch bei der Ernte. Also man, rundherum auch das bei der Ruhe von den Bienen selbst. Also wenn man dort die Kästen aufmacht und mit denen arbeitet, den Bienen, sind die in den Bruder-Adam-Beuten sehr viel ruhiger. Und das liegt einfach an der ganzen Konstruktion, der ganzen Geschichte. Und das ist Ja. rundweg ein ganz tolles Werkzeug. Kann sein, dass da irgendwo noch ein besseres Werkzeug gibt. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Klar, man kann mit anderen Werkzeugen genauso arbeiten, genauso imkern. Aber ich glaube lange nicht so,
Ja, nicht so gelassen, fast schon. Das stimmt, das stimmt. Ich habe Segeberger anderthalb und einzagig und 1,0, ne? Und dann aber einzagig. Das ist natürlich eine andere Sache, ne? Du machst den Deckel auf und dann quillt das raus. Also bei der Dant kannst du Rauch drauf geben und das ist Platz nach unten, um sich auch ein bisschen, ne, damit das alles ein bisschen entspannter ist. Wenn du nur Ja, einen Brutraum Deutsch Normal hast, ist natürlich, und vor allen Dingen, ich ist weiß doch gar nicht warum, weil diese Segeberger ist ja, die kann man ja eigentlich in alle Formen gießen, aber ich glaube, ich habe noch nirgendwo da einen vernünftigen B-Space dort gefunden. Also nirgendwo stimmt der Abstand richtig. ja. Alles wird verbaut und dann hat man noch Hoffmann-Rähmchen und dann fängt das Rausbrechen an. Und Ach, damit findest hat du man das schon so alle, schlimm? ja, das finde ich sehr schlimm, weil man da Wirklich? ja, klar, die Bienen zeigen es einem ja schon. Also wenn man dort vergleicht, wenn man nebeneinander vergleicht und arbeitet, dann braucht man bei Segeberger mehr Rauch und mehr Schleier als bei der Dant. Einfach nur durch die Konstruktion. Ja. Wenn die, wo ich dann Rähmchen rausziehe bei einer Segeberger, da rolle ich dann die Bienen mit. Und bei der Bruder-Adam-Beute, da schiebe ich die eben auf die Seite mit hin und das ist total ohne Ruckeln, ohne großartiges Schütteln und Rollen. Und die Bienen sind viel ruhiger, ne? Also ich habe das ja auch so geschrieben in dem Buch. Also wenn man gegen die Kiste tritt, da braucht man sich nicht wundern wegen der Antwort. Und Ja, die klar. Antwort ist tatsächlich immer wieder genau zu beobachten. Und wie gesagt, ich kenne nur einige Imkereien, die mehrere Formen haben und die sind sich eigentlich alle einig, wenn man dort mit einer Ja. Schiene arbeitet und Platz dahinter, dann kann man da auch viel ruhiger mit den Bienen arbeiten, viel, viel ruhiger. Ja. Mit den gleichen, also wirklich auch mit den gleichen Königinnen, von gleicher Linie und so weiter. Also da kann man ganz eindeutig sagen, das ist ein ruhigeres Arbeiten einfach. Also, ich kann es auch so bestätigen, ne? Deutsch normal anderthalb ist ja nun das ähnliche Format in Segeberger Kisten. Ich frage mich nur immer, ist der Rest der Welt, also ich gucke auch viel amerikanische Betriebe, neuseeländische Betriebe und so, die größere Völkerzahlen managen. Haben die das nicht verstanden oder wissen die das nicht? Oder ist es, weißt du, ist es da irgendwie ein anderer wichtiger Faktor, dass du Bruträume und Honigräume tauschen kannst, wie du gerne möchtest? Du hast Ja. wahrscheinlich auch so viele Berufsimkereien gesehen, die auch auf anderen Ja, Formaten natürlich. Das imkern. funktioniert ja auch. Ja. Aber bei den Amerikanern als Beispiel, die kennen das tatsächlich nicht. Also obwohl das US-modifiziert heißt, haben die ja null Ahnung von dass es eine Bruder-Adam-Beute gibt. Oder hatten. Ich habe hier so ein paar da drüben infiziert. Und die sind auch total begeistert. Ja. Aber ansonsten ist es noch nicht so die breite Verbreitung dort. Und bei denen ist es aber auch so, dass sie tatsächlich hauptsächlich dort für Bestäubung arbeiten. Und da kommt es halt weniger darauf an, wie man mit den Bienen arbeitet, sondern da müssen halt Bienen voll Kisten sein und die muss man dann relativ schnell erstellen auch. Man kennt ja die Videos, wo dort die Kisten auseinandergerupft werden und dann werden dann wieder welche zusammengestellt und reingefegt und dann klatscht auf die Palette und rein damit in die Plantage. Und die arbeiten ja dort auch alle ja, mit Vollschutzanzügen und mit allem Ja, drum das und dran. stimmt, Also ja. das ist schon ein ganz anderes Arbeiten. Mit dem, was sie tun, sind die halt erfolgreich und das kann man denen ja auch so nicht nehmen. Und tatsächlich ist es bei uns ja immer noch so ein bisschen Liebhaberei. Wir versuchen das auch noch ganz schön zu machen, also schön für uns und für die Bienen. Und wenn man das wirklich wirtschaftlich komplett nur oder industriell betreiben würde, wäre es wahrscheinlich egal. Aber Aber das ist doch ein sehr guter Punkt. Also auch zu sagen, dass es vielleicht wirtschaftlich keinen Unterschied machen kann, aber wenn man schon irgendwie sich gut mit den, wenn man gut mit den Bienen umgehen möchte und mit seinen Völkern, dass es dann eine Großraumbeute irgendwie mehr Sinn macht, oder? Genau. Wohl Cool. Großraum ist ja eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Ja, das ist aber eine Definitionssache, aber dieser Begriff ist eigentlich nicht ganz richtig, weil da zum Beispiel selbst ein Bruder-Adam-Beute als 12er Dant weniger Raum hat als in zwei Segeberger mit zwei Bruträumen. Ja. Und da ist also der große Raum überhaupt nicht gegeben. Also das ist kein großformatiges Wabenmaß. Darauf kommt es auch an, finde ich. Das ist also nachher dann entscheidend, um schöne, starke Völker zu erzeugen. Und da muss man wirklich sagen, Großwabenformat oder Großwabenbeute. Großer Raum ist da weniger entscheidend. Aber du hast ja Arbeitsraum, mit dem du
das machen kannst, ne? Also. Ja, Arbeitsraum schon, aber Großraum betrifft einfach nicht zu, weil die anderen haben zum Ja. Beispiel, also zwei Sägeberger übereinander als Brutraume, die haben wesentlich mehr Volumen als jetzt so eine der Landbeute. Das stimmt, ja. Hast du noch irgendwelche Tipps aus deiner Sägeberger Ja, tatsächlich. Ich habe ja auch mit Sägeberger gearbeitet und ich habe jetzt vor kurzem nur bei mir auf der Seite da so einen Download so bereitgestellt, wie ich da den Ja. angepassten Brutraum in einen Raum, einräumigen Sägeberger da gemacht habe. Das geht ganz einfach eigentlich. Im Prinzip im Februar auch, wenn andere schieden. Da geht man hin und sammelt unten alle mit Brut besetzten Waben in der Mitte. Und links und rechts wird dann mit Mittelwänden aufgefüllt. Dann wird dann Absperrgitter drauf gegeben. Und im zweiten Raum darüber werden dann vier Futterwaben gestellt und der Rest auch wieder mit Mittelwänden aufgefüllt. Also unten nur die Brutwaben, oben dann vier Futterwaben. Vier Futterfarben deswegen, weil man da 2 Kilo Futter hat in der deutschen Normalwabe pro Wabe und mal vier sind 8 Kilo. Und die brauchen halt 2 Kilo, Quatsch, 4 Kilo pro Monat in den Monaten März und April. Und dann kommt man schon ungefähr bis in April rein, bis die Kirsche blüht. Und wenn die das da oben leergeräumt haben, dort das Futter, fangen die auch sofort oben an zu bauen. Und wenn man dann schnell genug ist und weiter oben mit weiteren Honigräumen erweitert, dann wird man schon sein Wunder erleben. Also da sieht man schon so ein bisschen, was der angepasste Brutraum kann. Ja. Cool. Das klingt spannend. Ja, ich habe eine kleine Anleitung, wie gesagt, geschrieben. Das ist also eine Kurzanleitung, 2 Seiten. Und die kann man bei mir so runterladen im Shop. Ja, Und ich verlinke da, das. ja, das, wie gesagt, damit das auch mal ein bisschen visuell zu sehen und Ja. nochmal zu lesen. Das ist auf jeden Fall so ein erster Schritt, mal sowas auszuprobieren. War bei mir genauso. Ich habe das auch so dort ausprobiert. Und was ich gesehen habe, hat mir halt sehr gefallen. Ja. Also, ne, ich weiß, du bist auch Holzfreund und so, und aber die Sägeberger, die können schon gut Wärme halten. Ne? Also das Geht eins so. sage ich, die sehen schon gut aus, wenn die aus dem Winter kommen. Das muss man Ja, sagen. natürlich, klar. Ja. Aber im Prinzip, wenn man dort das nochmal vergleicht mit einer Bruder-Adam-Beute, die oben gut gedämmt ist, dann ist da nochmal eine Ecke mehr rauszuholen. Und die Sägeberger hat leider das Problem, dass der Deckel ein Ticken zu gering, zu dünn ist. Also eigentlich müsste man den Deckel oben auch nochmal ein bisschen verstärken mit Styropor. Ja. Und dann wäre der Effekt sogar noch besser. Also ich habe das auch mit so ein bisschen mit Berechnungen, die ich da gemacht habe, herausgefunden, dass da so ein Ticken zu dünn ist, der Deckel. Also da könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Ja. Dämmung Ja. da sein. Werde ich mal ausprobieren. Ja, Mal das dazwischen naja. packen, ob das einen Unterschied macht. Hm. Wo wir gerade über Styropor und Holz und so reden, war Bio für dich mal eine Option am Anfang? Oh, Ich böses schätze, ich, Thema. nee, aber ich schätze dich persönlich so ein, als würdest du, als wärst du Biolandwirtschaft und so nicht ganz abgeneigt. Zumindest auf der Reise vom Bienenhippie zum Berufsimker. Definitiv. Also ich hatte vorgehabt, eine Bio-Imkerei zu gründen. Ich hatte also sehr, sehr viel, habe immer noch viele Kontakte zu Demeter-Imkern und war eigentlich so ein bisschen da in diese Richtung unterwegs, musste aber eben feststellen, dass da so die Regeln, wie sie die Demeter-Imker haben, in der wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr, also nicht eingehalten werden können. Also man kann mit diesen Regelungen in der Demeter-Imkerei keinen Wirtschaftsbetrieb führen. Es gibt natürlich Wirtschaftsbetriebe, aber die halten sich da nicht dran. Und das beinhaltet vor allem den Zukauf von Königinnen, auch das Einsetzen von Absperrgittern, das Wandern. Also ohne zu wandern wird man in den meisten Gegenden in Deutschland wahrscheinlich nicht wirtschaftlich überleben. Und also als Berufsimker, wo man nichts anderes macht. Und das war so ein bisschen, das hat mich also dann abgeschreckt. Ich habe versucht, kurz das zu ändern, weil ich bin ja einer, der sagt, okay, wenn das so ist, dann akzeptiere ich das nicht immer sofort, sondern sage, okay, ich versuche da was zu ändern und habe dann Kontakt aufgenommen und versucht da irgendwo eine Diskussion loszutreten. Das ist aber aus verschiedenen Gründen erstmal nicht zustande gekommen und da habe ich mich also davon abgewendet, habe mich dann Bioland zugewendet und das war mir aber eine Nummer zu groß.
hat mir nicht so gut gefallen, ohne dann eher ins Detail gehen zu wollen. Ja. Und habe dann auch gesagt, okay, letztendlich kann ich ja auch ohne ein Siegel für mich selber biomäßig arbeiten, was ich nicht in allen Bereichen tue, aber auch aus bestimmten Gründen. Einfach weil ich da Geld verdienen muss. Und das nächste ist natürlich dann auch eine Vermarktung. Da habe ich festgestellt, dass Bio eigentlich völlig irrelevant ist. Ich bin in der ganzen Zeit nur einmal gefragt worden, ob da Bio-Honig angeboten ist. Ja. Und den Rest interessiert eigentlich nur, ob es unser Honig ist, der lokale, regionale Honig. Und ob wir den selbst erzeugt haben. Und der Rest interessiert die Leute überhaupt gar nicht. Also Rest heißt Bio. Ja. Ne? Viele sagen auch, es würde kein Unterschied bestehen. Und im Prinzip ist es ja auch so, dass nicht das Produkt nachher zertifiziert wird, sondern immer nur der Betrieb und die Prozesse. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann und dann gegen wieder mal die Kosten sieht und auch die Auswirkungen. Und ich habe ja auch im Buch geschrieben, es gibt zwei große Probleme in der Biomkerei. Das ist einmal die Schwarmverhinderung und das zweite ist eben die Behandlung. Da ist also viel Schadenspotenzial drin. Und die kann man sich in der heutigen Zeit eigentlich sowieso nicht mehr erlauben. Ne? Wir haben ja gerade das Thema gehabt, dass wir uns kaum halten können gegen den Weltmarkt. Ja. Und ja, Ja, es gibt verstehe. natürlich große Betriebe, die auch sehr erfolgreich sind, aber die haben doch ihre eigenen Schmerzen dabei. Ne? Ja, kann ich verstehen, dass ja. Ich weiß auch nicht, es sind natürlich auch echt eine ganze Menge Auflagen und Kosten, wie du schon sagst, die Zertifizierung und die Kontrollen und so weiter, dafür, dass du nicht viel und also machst nicht viel anders als jeder normale Nebenerwerbs- oder Imker, ne? Also jetzt mal abgesehen von, wir alle kümmern uns gut um die Bienen. Ist ja nicht so, dass das den, weißt du, das amerikanische Bild das Bild von dem Von der Bauern auf dem Land, Massentierhaltung und so weiter. ja, ne, das trennt uns ja nicht nur durch dieses Siegel, sondern das sind dann Nuancen wie Absperrgitter oder ist mein Apidae aus Holz oder Styropor. Also das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ja, also wie gesagt, die Kosten-Nutzen stehen da in keinem Verhältnis zu, nachher zu den Einnahmen. Und du hast einfach weniger Ertrag. Und wenn du 30% weniger Ertrag hast durch die Maßnahmen, die du ergreifen musst oder weglässt, dann musst du dich fragen, ob sich das Ganze rechnet. Und wenn man dann auch noch so mit weniger Völkern konventionell mehr Wirtschaft erschaffen kann als mit mehr Völkern. Also wenn mehr Ja. Völker die Antwort darauf ist, diese Mindererträge dann auszugleichen, dann ist das alles fragwürdig. Also Du wirtschaftlich hast gesehen wohlgemerkt. ja. Ganz ansonsten finde ich das sinnvoll, also dies mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das macht man ja eigentlich auch tatsächlich so. Was ist möglich? Was kann ich machen? Wie kann ich es den Bienen gut gehen lassen? Und da habe ich also auch einen Weg hinter mir, wo man dann erst versucht hat, möglichst viele Bienenvölker und rationalisieren. Und dann stellt man halt sehr viele Bienenvölker an einen Standort hin. So, und dann hat man dann irgendwann gemerkt, okay, viele Bienenvölker an einem Standort, das ist auch nicht das Wahre. Und dann hat man mal angefangen, wieder zurückzubauen und macht viel kleinere Bienenstände. Und ja, das ist Aber das dann, erhöht deine anderen Kosten, ne? Dann fährst das du erhöht mehr, dann. Logistikkosten, also Ja, Fahrtkosten. ja. Und ist aber unterm Strich immer noch besser. Also den Bienen geht es besser dadurch, wenn sie dann ein bisschen weiter auseinanderstehen. Und man hat mehr Honig und wie gesagt, weniger Arbeit. Und die Bienen sind auch freundlicher. Also man merkt einfach den Stress, den die Ja. irgendwann haben, ab einer bestimmten Grenze. Und ich sag mal so, wenn es große Trachten gibt, dann kann man auch mehr Bienenvölker hinstellen. Also gerade im Schwarzwald oder sonst irgendwo, wo es da wirklich viel Tracht gibt, oder auch in Brandenburg wahrscheinlich, da kann man auch Bienenvölker hinstellen, massiert. Aber sag mal, an sonstigen Zeit und in sonstigen Regionen Deutschlands ist es eigentlich besser, wenn man da weniger Bienenvölker hinstellt. Also ich versuche immer so Stände von 16 Völkern zu machen. Ja. Und das ist natürlich wenig, aber die müssen auch nur 300 Meter auseinander sein. Und dann relativiert sich das Ganze schon wieder ein bisschen. Ja. Okay. Du hast gerade, als wir über Bio gesprochen haben, dass es schwierig ist für Bio-Leute zu behandeln und so weiter. Und du, eine Frage. Blöde Frage. Immer los. Ich kenne ganz viele Berufsimker, die Brutentnahmen machen oder Scalvini-Käfig oder gerade mit rumprobieren und so weiter, die sagen, dass das funktioniert. Also ich mache es auch, aber ich bin jetzt auch nicht der Maßstab, aber es funktioniert. Die Völker sehen gut zum Winter hin aus
Die Völker wintern sehr gut aus. Sie sind milbenarm und sie starten gut in die Saison. Erstmal großes Kompliment. Ich find's schön, dass, weißt du, die drei Viertel der Imker wissen wahrscheinlich noch nicht, wie eine Brutentnahme funktioniert. Und du bist schon einen Schritt weiter und machst dir Gedanken darüber, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Und ich habe verstanden, was du damit meinst. Aber, oder deine Theorie, nein, dass du sagst, das Verhältnis zwischen Pollen und Nektar, das komplette Aufbauen des Brutnestes und so weiter, ist nichts, was wir den Bienen antun sollten. Aber steht nicht Realität und Theorie da so ein bisschen gegeneinander? Nö, Wenn, nicht, wenn wenn. man genauer hinguckt. Also das Problem ist, die Völker sehen toll aus. Aber in Wirklichkeit, wenn man genau hinschaut, solche Völker, die im Sommer einen Brutdarm erfahren, die brüten Däubel durch bis Dezember und das machen die nicht ohne Grund. Die kommen natürlich irgendwie auch stark aus dem Winter, aber ich würde sagen, die innere Stärke, wenn man die jetzt völlig auf sich allein gestellt lassen würde, wären die auch nicht so stark wie andere vergleichbare Völker, die ohne diese Bodenunterbrechung aber trotzdem gut behandelt, das ist der ganze Trick dabei, durch den Winter gegangen sind. Also da scheue ich eigentlich keine Vergleiche, sondern Nein, ich nein. glaube einfach, dass man da noch näher hingucken muss und dass es auch nicht die Lösung sein kann für ein Problem, das wir eigentlich völlig verkennen, nämlich dass also der Fettkörper von der Biene gefressen wird, von der Varroa. Und das nächste ist Viren. Also wenn ich jetzt im Sommer alle Varroen raushole, habe ich immer noch die Viren drin, die sie bis dahin aufgebaut haben. Und da gefällt mir einfach das Konzept besser, dass man einfach das ganzjährig diese Varroa-Schwelle niedrig hält. Und dann braucht man solche Tonübungen nicht. Und das ist ja eine Material- und eine Zeitschlacht im Sommer, alle Bienenvölker dort brutfrei zu machen. Ne? Klar, man kann das ein bisschen elegant gestalten mit dem Käfig oder mit den Käfigen von der Königin oder auch gibt es auch diese Wabentaschen, wo man dann die Königin einkäfigt. Das ist auch alles gut. Im Prinzip ist es nicht notwendig, wenn man dort ganzjährig dabei bleibt und die Schwelle niedrig hält. Ne? Und wenn man das vergleicht, wie gesagt, wenn man genau hinschaut, die Völker brüten einfach länger und das machen die nicht ohne Grund. Also da gibt es irgendwo eine Ursache dafür, dass sie so lange brüten und das liegt einfach darin, dass sie was nachzuholen haben, nämlich diese fetten Bienen erzeugen. Und wenn man denen das ohne diese Ton, also Handstand und Tonübung da bieten kann, indem man einfach anders behandelt, entweder mit harter Chemie oder eben dauerhaft die Schwelle runterhält oder eine Kombination dessen, dann weiß ich das nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Zeitaufwand und Materialschlacht ist immens. Und daneben stehen eben auch Beispiele, wo es eigentlich mit der Chemie gearbeitet wird, also mit Amitraz. Im weitesten Sinne, es geht ja darum, dass also dort habe ich eigentlich immer die besten Völker gesehen, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Und das eigentlich Ja, so durchgehend. Ne? das sagen ganz viele. Ich habe auch, kenne auch Leute, die sagen, weißt du was, ich habe sechs Völker im Garten, da mache ich keinen Aufriss von. Da kaufe ich das und dann stecke ich das rein und die sehen top aus. Ja, die sehen top aus. Und das seit Jahrzehnten. Also ich kenn das auch von Imkern, die mehrere hundert bis tausend Völker haben. Und die machen nichts anderes. Die gehen nach der Ernte hin, stecken den Streifen rein, holen den 6 Wochen später raus, das war's. Die zählen keine Milben, die schleppen keine Waben hin und her, die fangen die ganzen Touren und zu schütteln und zu machen und zu tun, sondern die stecken den Streifen rein, kommen 6 Wochen später wieder und holen den raus. Das war's. Das machen die seit 30 Jahren. So, und dann fängt man mit denen an zu diskutieren. Also, das ist aber auch eine Wahrheit, die keiner hören will im Moment. Ist ja auch richtig. Ich habe mich auch ganz lange dagegen gewehrt, weil ich ja auch so aus der Bio-Ecke und Hippie-Ecke kam. Ja, Ja, ist eben. das tatsächlich so, ne? Also, warum soll man damit anfangen? Aber ich habe die einfach gesehen. So, und wenn ich das immer wieder sehe und immer wieder das Gleiche sehe, bei verschiedenen Leuten und dann muss man einfach sagen, das ist so einfach eine bestimmte Realität, eine Wahrheit, die da steht, vor einem steht. Die kann ich natürlich immer wieder ignorieren, aber im Prinzip kommt man da nicht dran vorbei. Ne? Ja. So habe ich es mir selber auch immer mal erklärt. Also ich habe auch immer gedacht, du sagst das, weil du damit Geld verdienen musst und weil es betriebswirtschaftlich dann Sinn macht, dass die Völker dann auch alle den Winter überleben, alle trachtstark ins Frühjahr gehen und so weiter. Aber kannst du, meine, die anderen Berufsimker, die es machen, sind ja auch nicht dumm. Also du Es gibt kannst es auch ja. andere Berufsimker, also es gibt ja also der überwiegende Teil der Berufsimker. Ja. Und ich habe da einen guten Überblick. Der ist Ja. eben, der, die nehmen eben Amitraz.
Das Okay. ist, glaube ich, eher so, dass die Minderheit, dass eigentlich hauptsächlich im Biobereich dort die organischen Säuren verwendet werden. Und oder wenn dort mit Brutunterbrechung gearbeitet wird, dann aber auch in Kombination mit Amitras. Und das ist ja nochmal eine Superkeule sozusagen. Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber gut, aber die Ergebnisse, die können sich ja eben auch sehen lassen, ne? Aber ich glaube eher, das ist so eine Verzerrung der Wahrnehmung, dass das eigentlich nur wenige sind, die Amitras nehmen. Ich glaube eher, dass das eher der überwiegende Hauptteil ist, der Berufsimker und Nebenerwerbsimker auch. Okay. Also auch gerade, also sobald die Völkerzahlen über 100 gehen, wird es eben schwierig, die alle schön gleichmäßig irgendwo niedrig zu halten oder mit der Bauer zu Kontrolle zu behalten. Und dann wirbelt man irgendwie lange Zeit rum und dann kommt man dann auch doch wieder zu dem Schluss, einmal mit Tras rein und Ruhe ist. Ja, okay. Wenn du hast ja wahrscheinlich bei den Vorträgen und so dann auch schon gedacht, vielleicht kann ich den Leuten irgendwie was an die Hand geben und sagen, wenn ihr wirklich denkt, TBE und ihr wollt nichts anderes benutzen, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Trick, wie man zumindest den Bienen leichter machen kann, dass sie nicht, wie du sagst, bis in Oktober, November, Dezember brüten müssen. Oder dass sie zumindest die Ressourcen da haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist vielleicht ein ganz guter Mittelweg? Nee, glaube ich nicht. Also das ist Nee. so ein heftiger Eingriff in das Bienenvolk. Die Schwierigkeit besteht darin, dass also fette Bienen aus fetten Bienen entstehen. Das heißt also, dass also ein Bienenvolk, wenn es fett ist, auch Winterbienen erzeugen kann, also Dauerbienen. Im Prinzip gibt es ja gar, es gibt ja gar keine Winterbienen. Also diese Dauerbienen, die gibt es auch im Sommer. Langlebige Bienen, das sind einfach dicke Bienen. So, und die dicken Bienen entstehen aus dicken Bienen, weil diese dicken Bienen, die jungen Bienen, die richtig fett sind, die können eben die neue Brut, die herankommt, beziehungsweise die neu schlüpfenden, weil der Fettkörper bildet sich in den ersten Tagen nach dem Schlupf, die neu schlüpfenden Bienen so füttern, dass die also auch fett werden. Und wenn man einmal das Fett rausbringt, entweder durch einen hohen Varroa-Befall, der sich aufgebaut hat über die Saison, ne, oder eben durch die Brutentnahme, wo man auf einmal sehr viel schlüpfende Brut erzeugt im Prinzip. Im Prinzip ist es ja so, man nimmt ja alle Brut raus und dann letztendlich muss die Königin komplett neu anfangen und die legt dann auch richtig los und dann schlüpft einfach sehr viel mehr junge Bienen gleichzeitig und das verbraucht mehr oder weniger das komplette Fett. So, und wenn das der Fall ist, hat man dünne Bienen. Die dünne Bienen können keine fetten Bienen erzeugen. Und es braucht 2 Monate, so sagt es die Wissenschaft, bis dann wieder die ersten dicken Bienen entstehen und die können dann erst die Dauerbienen erzeugen. Also mit allem, was man macht, mit allem, was man, womit man Bienen dünn macht, braucht man 2 Monate, um sich davon zu erholen. Und da gibt es dann kein Zaubermittel, wo man dann plötzlich dann wieder dicke Bienen hat. Das funktioniert nicht. Sondern man muss tatsächlich dann immer diese 2 Monate Wartezeit, bis es dann wieder so endlich dann zur Dauerbienen kommen kann. Ja. Deswegen brüten die auch so lange, weil wenn man, was ich, im Juli da diese Brutentnahme macht, dann ist man im September, bis die ersten dicken Bienen kommen und im Oktober werden dann die richtigen Dauerbienen erzeugt, bis in November Ja. hinein. Und schon hat man da im Winter brütende Bienen. Wir Und hatten ja die die letzte. sind, Entschuldigung. ja, ich bin gerade im Redefluss, also mache ich direkt weiter. Die Vergleiche, die gemacht werden zwischen totaler Bauerneuerung, die finden meistens dann auch nicht statt zwischen Völkern, wo dauerhaft die Varroa runtergehalten wird, sondern meistens finden die im Vergleich statt zu normal geführten Völkern. Das heißt also, man hat im Dezember, Januar die letzte Behandlung gemacht und man wartet dann 6 Monate, 7 Monate. Und 7 Monate ist für die Varroa eine sehr lange Zeit. Ja, also alle 2, 3 Monate hat die sich wieder erholt, diese Bohrerpopulation, und steigert sich sein exponentieller Wachstum. Bis dahin haben sich die Probleme aufgebaut. Und wenn man dann diese zwei vergleicht, dann sieht man nicht so die großen Unterschiede nachher in den Völkern. Aber wenn man tatsächlich mal so ganz strikt geführte Völker hat, wo wirklich dauerhaft dann der Bohrerbefall runtergehalten wird, dann sieht man erst den großen Unterschied. Weil die Bienen, die jetzt nicht von Januar bis Juli behandelt werden, da ist der Fettkörper auch futsch, weil die Varroen dort den Bienen dort den Fettkörper weglutschen. Immer mehr und immer größer, immer größer. Und da werden auch die Viren erzeugt und vermehrt, ne, und verbreitet. Klar. So, und 7 Monate, wie gesagt, sind eine sehr lange Zeit.
Und wenn man in der Zeit einfach diese Schwelle ganz niedrig gehalten hat, dann ist der Fettkörper ganze Zeit erhalten geblieben. Man hat also durchgehend Dauerbienen im Volk. Und das hat ganz dolle Auswirkungen, zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel Pestizidschaden kommt. Die Völker können das viel besser wegstecken, irgendwelche Verluste oder irgendwelche Regenperioden oder sonst irgendwas, weil die Dauerbienen drin haben. Ja. Und die gehen ganz anders durch die Saison und die gehen auch nachher ganz anders durch den Sommer. Und die sind dann im August und September fertig mit den Winterbienen und die hören dann auf, spätestens Ende September zu brüten. Oder sind dann komplett brutfrei zu dem Zeitpunkt. Und das sind dann nachher die Unterschiede. Und wenn man da die Vergleiche zieht, dann, also da muss man, wie gesagt, genauer hingucken und sich das einfach mal ansehen. Und ich glaube, dass da jeder, der es einmal gesehen hat, einfach nicht mehr weiter sucht, weil es dann offensichtlich ist. Ich hab noch einen Gedanken, den ich dir gerne, wo ich gerne hören möchte, ob du eine Meinung dazu hast. Die restliche Weltimkerei macht es im Prinzip genauso, wie du sagst. Da wird nach dem Auswittern wird behandelt. Ob es nun Ian Stapler ist, der in Kanada dann Amitraz reingibt, ne, oder ob mit Oxalsäure nochmal verdampft wird oder. Aber fast alle Nationen behandeln nochmal also während der Saison, vor der Saison und so weiter. Wir Deutschen sind eigentlich die einzigen, die sagen, das darf nicht sein, wenn der Honigraum drauf ist, beziehungsweise nach Silvester darf nichts mehr behandelt werden. Der Honigraum, der Honig muss 1A-Qualität, darf nichts mit in Verbindung gebracht werden und so weiter. Ich finde, dass wir Deutschen da eigentlich auch uns das bewahren sollten, Ja, finde ich eigentlich auch. dass wir nicht Aber anfangen, weißt du, wie die Amis, die dann nicht mehr ohne Antibiotika ihre AfD in den Griff kriegen und so weiter. Weißt du, wenn man einmal, wir haben die Schwelle immer noch ganz hier unten. Die Amis würden direkt hier oben einsteigen und sagen, ja gut, dann nehmen wir halt Antibiotika. So. Und wir probieren das immer noch irgendwie unten zu halten. Ich weiß nicht, ob der richtige Weg es ist, viel mehr zu behandeln, weißt du? Also viel mehr, aber in Verbindung mit sanfteren Methoden, also sanfteren Mitteln. Ich bin ja so ein großer Fan von Varomate geworden und das liegt einfach daran, dass es einfach das ganze Konzept und auch von den Mitteln her, dass es eigentlich sehr gut ist. Und ich glaube auch, dass wir uns das bewahren sollten, aber nicht unter jedem Preis. Also wenn es anfängt, sinnlos zu werden, also die Ebene der Sinnhaftigkeit verlassen wird, nämlich wenn dann die Bienenvölker leiden und weil es gibt ja da Forschungen zu, ohne Ende, aus den Niederlanden, aus Kanada, überall gibt es da richtige Studienforschungen zu. Die Frühjahrsbehandlung ist einfach unwahrscheinlich wichtig, weil einfach wird dann, da muss man einfach sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt mit Amitraz im Frühjahr behandeln, das wäre unsinnig, weil dann auch tatsächlich Rückstände im Honig zu erwarten wären. Aber wenn man mit sanften Mitteln alle 2 Monate dort behandelt, die danach auch tatsächlich nicht zu finden sind, dann ist das, glaube ich, der richtigere Weg, als wenn wir dort die Völker vergewaltigen, also in Form von Brut rausreißen und dann nochmal reinklatschen und hin und her schütteln und all sowas. Das ist, ich glaube, sinnvoller, da nicht dogmatisch zu werden. Der Ansatz ist gut, finde ich gut, aber man darf das nicht als Ideologie irgendwo komplett über alles stellen, sondern man muss immer abwägen, was tut den Bienenvölkern gut, was ist überhaupt, also bis vor kurzem haben wir auch gar nicht gewusst, dass der Fettkörper von, also die Varroa ist nicht, die Varroa ist nicht phoretisch. Das heißt also, die Varroa ernährt sich nicht nur von der Brut, sondern auch von der adulten Bienen. So, und das muss uns dann irgendwo dann auch, diese neue Erkenntnis muss uns dann auch zu neuen Wegen führen. Weil, wenn wir wissen, dass die Varroa auch adulte Bienen beschädigt und dort den Fettkörper leer saugt, dann müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass die Schadschwelle komplett, also ganz, ganz, ganzjährig niedrig bleibt. Alles andere schädigt dort den Fettkörper und damit eigentlich auch die selbstständige Überlebensfähigkeit der Bienenvölker. Ja, also wenn im Moment knicken Bienenvölker relativ schnell ein. Bei dem kleinsten Ereignis knicken die ein und das kann nicht sein. Und dass diese Frühjahrsbehandlung wichtig ist, das wissen wir eben aus anderen Ländern, das wissen wir aus Studien, das wissen wir aus Erfahrungen. Und das müssen wir, im Prinzip weiß man das hier in Deutschland auch, deswegen hat man das mit den Drohnenschneiden erfunden, als eine Art Varroa-Behandlung. Aber ja, das ist ja auch genauso mit Matscherei und praktisch schön.
Ja, praktisch und auch vor allen Dingen nicht sehr erfolgsversprechend, weil man ja immer nur die rausschneidet, die in den Drohnenbooten ist und welche bleibt drin? Ja, na Die klar. Milben, die in der Abatonbrut sind und das kann langfristig auch nicht so ideal sein. Und da muss man eben sagen, okay, das eine, der Ansatz ist gut, dass wir den Honig reinhalten wollen, aber das können wir mit sanften Mitteln auch erreichen. Und wir müssen einfach die neuen Erkenntnisse berücksichtigen und nicht verfallen, nicht in Ideologie verfallen. Das ist in keinem Bereich gut. Ja, das stimmt. Glaubst du, wenn wir mal an, wir hatten die letzten Jahre ja Glück und hatten relativ immer einen warmen Herbst und späten Wintereinbruch und so. Mal angenommen, wir haben sowas wie dieses Frühjahr nur im Herbst und es wird im Oktober richtig knackig kalt. Glaubst du, das gibt dann TBE-Völkern nochmal richtig einen auf die Mütze? Natürlich, klar. Also ist das dann das große, das Jahr, das große Erwachen, wo dann alle sagen, Mensch, so sieht's aus? Möglich ist Ja. es, ja. Kommt auch immer darauf an, so diese Situation an der Bienenvölker, aber wenn die dort keine Dauerbienen haben und es kommt zu ernsthaften Frosteinbrüchen und so weiter, dann haben die halt sehr, sehr große Schwierigkeiten. Also es ist ja nicht natürlich, dass ein Bienenvolk im Winter brütet. Ja, und Ja, ja. das ist für keine, das ist auch für Backfass nicht typisch. Es wird ja immer gesagt, die Backfass brütet durch und das wäre so weiter, aber das ist alles überhaupt nicht, spiegelt überhaupt nicht die Realität wider, sondern im Prinzip sind alle Bienenvölker hören auf. Ich habe ja Dunkle, ich habe Karnika, ich habe Backfass, sind alle hören auf im Herbst, also jetzt Ende September zu brüten und alle fangen Mitte Januar an. Egal, und das ist einfach so, das ist eher, glaube ich, die Bienennatur. Und alles, was dagegen arbeitet, also im Prinzip jetzt durch die totale Bäuerneuerung oder Brutentnahme, verlängerte Brutperiode, das ist nicht, glaube ich, so günstig, wenn wir das dann so einführen. Gerade in solchen Fällen, wie du gerade beschrieben hast, wenn es dann nochmal schnell kalt wird, da haben die Bienenvölker Schwierigkeiten. Also der wird die Brut verkühlen. Kühle Brut kann keine Dauerbiene geben und das kann nicht so doll sein. Ja. Glaubst du, gibt ja, ne, in Amerika, Randy Oliver und so, die forschen ja viel an Oxalsäure in Glycerin als Dauerbehandlung. Glaubst du, das ist irgendwann mal eine Alternative? Für was? Für die Sommerbehandlung, ja, Naja, natürlich. als Thymol als Langzeitbehandlung oder als Amitraz als Langzeitbehandlung, als irgendetwas, was. Ja, das also diese Glycerin-Oxalsäurestreifen, habe ich selber Versuche gemacht, das kann durchaus das Amitraz ersetzen, ja. Hast du selber Versuche gegeben und das und Klar, lief macht doch jeder gut? in Deutschland. Ja, nein, ich meine jetzt nur, Unter der ich Hand hätte, natürlich. na klar, ich meine nur, du machst es wahrscheinlich nicht mit einem Volk, sondern du machst dann das so, dass es auch eine vergleichbare, Ebene gibt, ja, natürlich, klar. Muss man ja versuchen. Und das ist auch im Rahmen von so, Zulassungsprojekten und so für Forschungsprojekten zu sehen. Und klar, also machen wir mit größeren Völkerzahlen und das sieht dann auch dann so aus. Diese hat also wirklich Potenzial, dieses Amitraz zu ersetzen als Dampfhammer im Sommer. Aber nochmal, ich bin eigentlich nicht dafür, für diese Dampfhammer-Methoden im Sommer, sondern das Neue, was ich so sehe, was kommen wird, ist eben diese dauerhaft niedrige Varroa-Schwelle im Volk. Und da kommen wir nicht mit Dampfhammer hin. Ja, weil Nein. die Varroa, egal wie man die Varroa runterprügelt, sie ist nach 2 Monaten an der gleichen Stelle, wo wir sie runtergeprügelt haben. Aber Amitraz ist ja auch der Dampfhammer. Also, ne? Ja, natürlich. Das ist also. Amitraz ist ein Dampfhammer, die Brutentnahme ist ein Dampfhammer, was gibt es noch da, Balvarol oder sonst irgendwas, das sind alles Ja. so große Dampfhämmer. Das ist aber auch mehr oder weniger immer ein Zeichen oder ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ja, Man ja, ja. schießt da mit riesigen Kanonen auf diese kleinen Viecher und im Prinzip, wie gesagt, ist es eigentlich die Kernstrategie in der Zukunft muss sein, die Dauerhaft. Varroa-Schwelle dauerhaft, also das ganze Jahr über, niedrig zu halten und nicht erst hochkommen zu lassen. Und davon muss man einfach wissen, wenn ich heute 100 Milben im Bienenvolk habe, komme mit einem Dampfhammer und haue das auf 2 Milben runter, in 2 Monaten ist sie halt wieder da. Und Ja. die hat ja wieder 100% erreicht, wenn sie dann ein paar Brutzyklen durchläuft. Und alle 2 Monate ist da eigentlich im Prinzip da ein Eingriff notwendig. Und da muss man halt gucken, wie man das macht. Ich halte das mit ganz, also das ist auch dieses Glycerin, Oxalsäure, das ist genauso, das klebt auch alles in dem Bienenvolk dran rum.
Das finde ich auch nicht so wirklich super, sondern ich glaube eher, dass da sowas wie Teufel von Barometer schon eine gute Ja. Richtung ist. Ja. Ganz langfristig, also wenn wir jetzt mal mittelfristig, langfristig denken, müssen wir zur resistenten Biene hin. Und da geht es eigentlich nur über Zucht und Selektion. Und da gibt es schöne Projekte, wie man halt Varroa-Befall in einem Bienenvolk besser feststellen kann. Und auch vor allen Dingen in Echtzeit beobachten kann. Da sind wir auch so im Kontakt mit so ein paar wissenschaftlichen. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache, um nachher besser und schneller Selektion zu betreiben. Weil momentan ist halt diese Selektion auf diese Varroa-Sensitive Hygiene sehr aufwendig. Man sitzen halt tagelang und wochenlang Leute vor Ja. den Waben und machen Zellen auf und zählen die Milben da drin. Und das ist etwas, was im Moment noch viel zu lange dauert, also zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da müssen wir eigentlich mit neuer Technik, die da jetzt kommt, können wir dann nachher, ich schätze mal mittelfristig, viel, viel schneller und viel besser selektieren. Weil das Potenzial ist da in den Bienenvölkern. Man Ja. muss sie einfach nur finden. Und das ist einfach im Moment die große Kunst, aber das wird kommen. Und wir haben ja auch schon erste Erfolge bei der Selektion, bei der VSH-Selektion. Und ich glaube auch, dass das die richtige Richtung ist. Und irgendwann brauchen wir dann gar keine Varroizide mehr. Nach 30, 40 Jahren, das wäre natürlich langsam auch Zeit. Ja, schön wäre es. Also, du hast, glaube ich, in deinen Monatsbetrachtungen hast du mal, ist auch schon 2 Jahre her oder so, ne? Hast du, glaube ich, mal geschrieben, dass du auch unbehandelte Völker abseits stehen lässt und mit denen auch experimentierst und so weiter. Wie sieht's aus 2 Jahre später? Sind die Zwei gut Jahre drauf? später, ja, unterschiedlich, ne? Also wie gesagt, also die meisten halten sich schon ziemlich lange. Also wenn man da mal so welche gefunden hat, die sind euch durchaus über 6 bis 8 Jahre besetzt. Und danach gibt es dann doch immer mal Probleme. Vor allen Dingen, wenn man daran rumfuchtelt, habe ich festgestellt. Also wenn man die sich komplett selber überlässt, dann kommen die sehr gut zurecht. Was natürlich wieder Öl in dem Feuer von zum Beispiel Torben Schiffer ist. Aber wie gesagt, das ist halt nicht ohne weiteres so getan, dass man die Kästen da austauscht und sie da einfach hinstellt, sondern das sind einfach dann die Bienen da drin. Und Ja. das ist einfach Verhalten. Und dieses Verhalten müssen die Bienen lernen. Und wenn sie es einmal gelernt haben, dann können sie es sehen. Und das heißt aber nicht, dass sie das auf alle Ewigkeiten können, ne? Sondern irgendwann kommt eine neue Königin oder es kommt eine Erneuerung in das Bienenvolk hinein durch Schwärmen oder sonst auch irgendwas. Oder es gab von außen irgendwo einen Einfluss, der schädlich für die war. Und oder zum Beispiel der Imker erntet ab. Gerade die letzte Ernte, habe ich festgestellt, ist halt immer sehr schwierig. Die wollen einfach nur, also die haben im Prinzip alles erreicht im Sommer. Die haben einen Wintervorrat aufgebaut, die haben Pollenvorrat aufgebaut, Wasser und all sowas. Genügende Anzahl von dicken Bienen und dann brauchen die nur noch Winterbienen aufziehen und dann wird Dann da kommen oben wir. da, dann kommen wir mit der Vorräte weg, am besten noch Brot weg und dann fangen halt die Probleme an. Wenn es um selbstständige Überleben geht, ist also die letzte Sommerernte schon ziemlich schwierig. Und ansonsten habe ich nicht viel gefunden, was da wirklich Gemeinsamkeiten sind. Also viel Propolis war immer da zu sehen bei solchen Völkern. Ja. Und das ist also eine so eine Konstante, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht komplett ausschlaggebend. Allerletzte Frage. Wie geht's politisch und in deinem Amt beim Berufsinterbund und so, wie geht das politisch in Deutschland jetzt weiter? Ich habe gesehen, Torben Schiffer möchte auch nochmal auf dein Statement, was du auch schon vor einem Jahr oder so gemacht hast, ne? Den wie, oh, mir fällt da die Überschrift nicht ein. Wie hieß das? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Gut Bienenretter auf gemacht, dem gut gem. Holz, Ja, genau, richtig, ja. Bienenretter auf dem Holzweg, ne? genau. Wird sowas diskutiert im Berufsimkerbund oder beschäftigt ihr euch mit sowas gar nicht? Also, ne? Im Ja, was heißt Prinzip. beschäftigen uns damit nicht? Also, das ist jetzt, wäre ein bisschen ja, anmaßend, aber ja, natürlich, wir sehen sowas, beobachten sowas natürlich, aber im Prinzip das politische Geschäft ist erstmal ein anderes. Also wir haben im Moment sehr viel mehr damit zu tun. Uns erstmal, also wir haben mal komplett neu übernommen als Vorstand im letzten Jahr und ein Jahr ist eine kurze Zeit. Normalerweise wäre das so gewesen, dass wir dann erstmal die ganzen Leute, die es in der ganzen
Szene da gibt, erstmal kennenlernen. Das heißt, in der politischen Szene meine ich es damit, ne? Also, Ja. wer sitzt da in Berlin, wer sitzt da in Brüssel, ne? Wer ist mit wem da verbunden, mit wem muss man sprechen und wem ist was wichtig, wo sind die Lobbyisten und so weiter. Und das muss man sich erstmal orientieren. Und das geht alles über menschliche Köpfe, also mit menschliches Kennenlernen. Und durch Corona haben wir da so ein echtes Hindernis gehabt im Moment, weil wir da niemanden kennenlernen konnten. Ne? Also es gab zwar irgendwo mal immer, also ganz viele Telefonkonferenzen und Online-Konferenzen, aber im Prinzip ersetzt das nicht das richtige Kennenlernen. Ja. Denn das meiste findet ja irgendwo beim Kaffee oder abends beim Essen statt, wo man sich mal normal ungezwungen unterhalten kann. Und das hat alles nicht stattgefunden, aber nichtsdestotrotz waren wir da sehr fleißig gewesen und versuchen da die wichtigen Themen wie Konkurrenzfähigkeit da anzugreifen und auch zu behandeln. Das sind alles dann eher dann, ja, ich würde nicht sagen Randthemen, aber es sind erstmal Randthemen für einen Berufsimker oder auch für einen Verband. Es sind wichtige Themen, auch mit Wildbienen ist ja gerade die Diskussion. Also mittlerweile ist man davon weg, die Bienen zu retten, sondern man rettet jetzt nur noch Wildbienen. Jetzt sind die Honigbienen die Bösen. Und Ja. da kommt der nächste Wind her, nach dem Motto, spaltet die ganzen Imker und schon ist es, schon hat man da Ruhe davor. Und dieses Mittel hat ja immer wieder funktioniert, aber ich denke mal, dieses Spalten wird auf lange Frist, lange Sicht keinen Erfolg haben. Aber das sind also Themen, die wir sehen, die uns auch betreffen als Berufsimker, aber das sind tatsächlich erstmal nur Randthemen. Also Pflanzenschutzmittel sind ein ganz großes Thema. Was hilft uns als Berufsimker, also Berufsausbildung und so weiter? Das muss alles so ein bisschen mehr in den Fokus genommen werden und auch die Wirtschaftlichkeit. Wir haben unwahrscheinliche Nachteile durch die Vergabe der Mittel, der EU-Mittel. Ja. Um das mal so ein bisschen nochmal nach vorne zu bringen, also in Österreich oder auch in anderen Ländern, wenn dort Berufsimker Maschinen anschaffen, werden da bis zu 50% der Ja. Maschinen bezahlt, ne, von EU-Mitteln. Und bei uns in Deutschland findet man eigentlich da gar nichts. Man kann zwar was beantragen, aber oft in vielen Bundesländern, also erstmal bundesländerweise geregelt, ne, anders als in Österreich, da wird es über eine Bundesstelle abgewickelt für die Berufsimker. Und hier in Deutschland geht das über die Bundesländer und dort auch noch oft in den Händen von dem Deutschen Imkerbund, was ja nichts dagegen spricht, aber die richten ihre Vergabe der Mittel natürlich nach den Bedürfnissen aus, der Hobby-Imker. Und in, ich weiß, glaube ich, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, da gibt es eine Deckelung der maximalen Förderung auf 1.300 €. Was will ich als Berufsimker damit, ne? Während der Kollege in Rumänien und in Österreich und sonstwo dort die Maschinen gefördert bekommt, Ja. Stehen wir hier, haben die hohen Produktionskosten und gleichzeitig müssen wir alles noch selber bezahlen. Und wir haben da also irre Wettbewerbsnachteile, auch innerhalb von Deutschland. Ist ja auch von Bundesland so unterschiedlich. Bei dem einen bezahlen die nur 1 € pro Volk für Rohrmittel, das andere wird alles bezuschusst. Bei den anderen müssen die halt voll alles selber bezahlen. Und das ist einfach so eine komplette Verzerrung von allem, also dass wir also wirklich Schwierigkeiten haben, da wirtschaftlich zu arbeiten. Ne? Da gleichzeitig kommt da auf EU-Ebene eben dieses neue Animal Health Law ja, ist ja jetzt in Kraft getreten, letztes Jahr im April schon, aber es wird jetzt auf nationaler Ebene umgesetzt und da kommt eben das Spiel Faulbrut und Faulbrutregelungen. Und jetzt gibt es dann auch wieder bundesländerweise ganz, ganz große Unterschiede. Bei dem einen müssen wir mal abwandern schon ein Zeugnis haben, dann beim Anwandern wieder. Und das ist also alles schwierig. Und das sind so Themen, die uns da beschäftigen jeden Tag, wo wir da auch viele, viele Stunden für aufbringen müssen, dass wir da so ein bisschen schwimmen. Ihr macht das alle ehrenamtlich, ne? Ja, wir machen das alle ehrenamtlich und man kann ja ruhig mal ein paar Zahlen nennen. Also ich weiß nicht, manche, hier unsere Präsidentin nimmt, da geht ja schon mal bis zu 30 bis 40 Stunden pro Woche, wo sie dann nur für den Verband arbeitet. Und Wahnsinn. bei mir ist es nicht ganz so viel, aber ich bin ja auch nur Vize-Vize, also in der dritten Reihe. Und aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich habe also, wenn ich in meinen Wochenkalender reingucke, immer auch dann 5 bis 6 Termine drin. Und das ist einfach alles so Denkst du nebenbei es? noch zu dem allen, was man sonst so hat. Ja, eben, Und aber denkst du, das ist richtig? Also, Imker, nein, also ihr eigentlich. müsst alle während der Saison jetzt Vollgas geben. Das liegt doch quasi dann ein halbes Jahr die Arbeit nicht Nee, das brach, nicht. Nein, nein, das aber du nicht. sagst Also ja so, wir. das sind so viele Sachen. Ist das richtig, das mit Ehrenamtlichen zu machen? Nee, ist nicht richtig.
Also. Das ist ganz klar so. Es fehlen einfach nur die finanziellen Mittel dazu. Okay. Das ist ganz klar einfach eine Sache der Finanzen. Also wir haben halt nicht diese Millionen auf dem Konto und deswegen können wir uns da keine ehrenamtlichen Leute leisten. Was eigentlich sehr schade ist, weil gerade unsere Themen, die sind da so für das Überleben der Berufsimker eigentlich sehr wichtig. Eben, Und ja. gerade die ständige Präsenz in Brüssel und in Berlin wäre sehr wichtig, dass also man ständig da in Kontakt steht mit der Politik und genauso eine Lobby aufbaut, ne, für die Imker. Das scheitert aber alles an den Finanzen, ganz einfach. Das ist definitiv so. Dafür sind wir zu wenige Mitglieder und Machen ja. andere Länder das? Also läuft das woanders anders oder besser oder? Ja, andere Länder haben schon durchaus dann hauptamtliche Vertreter. Die haben dann aber auch meistens dann mehr Imker da oder auch andere Voraussetzungen. In Frankreich haben wir halt sehr, sehr große Berufsimkereien und viele. Und da kommt da ganz andere, ja, ganz andere Finanzen zusammen. Und da sieht man dann den Unterschied am Einfluss auch, oder? Unterschiedlich. Also Frankreich hat einen sehr großen Einfluss in der EU. Das liegt aber auch, ist aber auch allgemein so, weil die einfach ein sehr, sehr großes Land sind und von Anfang an mit der EU dabei waren und viel mitbestimmt haben. Aber ansonsten, der Einfluss ist nicht unbedingt alleine nur an das Land selber gebunden, sondern viel an der Person, wie sich das leisten kann. Also es gibt einige Nebenerwerbsimker, die auch da zum Beispiel im Europäischen Berufsimkerbund aktiv sind, sehr aktiv sind. Und die machen also im Hauptberuf was anderes und können sich also auch leisten, da viel Zeit rein zu verwenden und auch nochmal nach Brüssel zu fliegen und dann dort da vor Ort aber zu sein. Und ja, das ist tatsächlich so. Aber dann, wie gesagt, das muss man sich leisten können dann auch. Ne? Ja. Bernhard, vielen, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Du hast so viele Fragen beantwortet, die ich über all die Jahre in mir hatte. Ich glaube, es Gerne, gerne. war echt interessant. Hat auch vielen Leuten bestimmt irgendwie geholfen, ein paar Sachen aus deinem Buch. Ich verlinke nochmal alles, ne? Buch und so zu verstehen und auch aus deinen Vorträgen. Das meiste von deinen, worüber wir heute gesprochen haben, findet man auf deiner Homepage auch für kleines Geld zu kaufen. Das Buch bei 2bienen.de. 2bienen.de, ja, genau. 2bienen.de, genau. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gebracht. Ja, natürlich, klar. Also wie gesagt, wir haben bei jedem Gespräch lernt man also auch selber dazu, bei jedem Vortrag lerne ich dazu. Erstmal natürlich auch andere Sichtweise oder auch wo da im Prinzip da immer Fragen aufkommen oder aber auch immer auch andere Tricks und Tipps über die Imkerei. Also wie gesagt, ich lerne auch heute noch ständig und ich hoffe, dass auch so bleiben wird, dass ich nicht irgendwo mal irgendwann den gleichen Standpunkt vertreten werde, sondern versuche eigentlich offen sein fürs Leben und immer was Neues aufzunehmen und weiterzukommen und ja, was Neues zu entdecken ein Abenteuer eben, ne? Ja, stimmt. Ja. Super, vielen Dank. Und die Zuschauer sehe ich dann beim nächsten Interview. Vielen Macht's gut. Dank.